Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie nach einer für mich zumindest sehr entspannten und sehr heißen Sommerpause zurückzugrüßen zur Redenreihe Making Sense of the Digital Society. Eine Redenreihe, die wir, die Bundeszentrale für politische Bildung, zusammen mit dem Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft seit 2017 organisieren. Mit dieser Redenreihe wollen wir interessante, überraschende, spannende Denkerinnen und Denker einladen, mit ihnen über ihre Vorstellungen und Ideen, über die geschehenden, die anstehenden und die laufenden Veränderungen durch digitale Technologien in unserer Gesellschaft zu sprechen, zu diskutieren und daraus eine europäische Gesellschaft auf digitale Transformationsprozesse zu entwickeln. Fragen im Zentrum dabei sind: Wie verändert sich das Machtgefüge in der digitalen Gesellschaft? Erleben wir ein Erstarken der Partizipation und demokratischer Bewegungen? Und welche Herausforderungen bieten uns Überwachung und andere Kontrollmechanismen digitaler Technologien? Ich wünsche Ihnen einen spannenden und einen interessanten Abend und möchte mich an dieser Stelle schon einmal bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, die die Organisation für heute Abend übernommen haben, dafür, dass sie in dieser brüllenden Hitze schon sehr lange sehr fleißig waren. Dafür würde ich tatsächlich einen kurzen Applaus anfragen und möchte damit übergeben an unseren geschätzten Moderator für diese Redenreihe, Tobi Müller. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Sascha Scheier von der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlichen Dank, Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, dass ich da weiterhin moderieren darf. For those of you who do not understand German, since this evening is going to be held in German, there's headphones. So if you don't have one already, please get one now. Es ist schon die dritte Veranstaltung in diesem Sommer, die bei über 30 Grad draußen stattfindet. Tatsächlich im Juni waren wir hier im Sälchen mit Louise Amor, mit José van Dijk, Entschuldigung. Im Juli waren wir im Hau mit Louise Amor. Jetzt sind wir hier, es ist immer noch über 30 Grad und manche Männer sind immer noch hier in Anzügen und geschlossenen Lederschuhen. Und das ist mal ein Problem, wo ich auch hoffe, dass die Digitalisierung vielleicht eine Lösung bereithalten wird. Ich habe das schon mit José van Dijk besprochen hier im Juni, die sich auch beklagt hat über die hohen Absätze, ob sich das nicht mal ändern kann. Wir werden sehen. Kurz zum Ablauf. Ich werde jetzt einführen zum Gast. Danach gibt es wie immer eine One-to-One-Situation. Wir reden hier zu zweit, vielleicht für 20, 25 Minuten. Dann sind Sie dran mit Fragen. Es gibt Zahlenmikrofone, auch wie immer. Und es gibt auch den Hashtag Digital Society. Sie sehen es hier vorne, wo Sie über Twitter Fragen stellen können. Das gilt auch für die ZuschauerInnen im Internet. Wir werden gestreamt bei LXT-TV hier in Berlin. Und das wird es auch zu sehen geben auf den jeweiligen Webseiten der BPB und des HIIG. In dieser Reihe tendiert der Ton oft ins Dunkle, könnte man sagen, wenn unsere Gäste über maschinelles Lernen reden, über künstliche Intelligenz oder über voraussagende Algorithmen, über Plattformen und unsere kontinuierliche, nicht abreißende Beziehung zu ihnen. Etwas heller wird das Licht, wenn wir über Handlungsspielräume aus europäischer Perspektive sprechen, manchmal. Und andere, wie Louise Amor Anfang Juli, ich habe sie schon zitiert, besetzen das Dunkle oder sagen wir das Opake oder Undurchsichtige positiv. Algorithmen müssten mit Unsicherheit und Nichtwissen rechnen, lernen, um nicht so viel geschlossene, ausschließende Resultate, Profile, ja Weltbilder zu produzieren. Kurz, wir sprechen öfter über Instabilität, also über Stabilität. Wir diskutieren Phänomene der Verflüssigung oder der Unterbrechung, ja der Disruption. Wir reden über das Neue, weniger über das Alte oder Ältere. Bei Dirk Becker, diesen Klammern, war das ein bisschen anders, aber der ist auch Systemtheoretiker, wie unser heutiger Gast von Haus aus, Anhänger einer Wissenschaft, der fröhlichen Skeptiker, wenn ich das mal so sagen darf.
Unser heutiger Gast geht methodologisch anders vor als die meisten Rednerinnen in unserer Reihe. Sie sehen es schon im Titel seines Vortrages: Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Er wird Ihnen diesen Shift gleich selbst erklären, da muss ich nicht weiter vortelefonieren. So viel sei aber noch erlaubt: Es ist ein Projekt, das die Digitalisierung in der Moderne angelegt sieht. Man könnte sagen, die Moderne ruft an und sagt, wir haben ein Problem. Die Digitalisierung nickt am anderen Ende und sagt, bin ja schon da. Heute erscheint offiziell sein bereits breit rezipiertes neues Buch. Es heißt Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft, erschienen bei C.H. Beck. Genau heute. Es schließt zum einen an seine bisherigen Arbeiten, aber es ist auch, wie er am Schluss schreibt, eine Selbstkorrektur. Das ist keine Buchpremiere, aber wir sind dennoch stolz, dass er an so einem Tag von München nach Berlin gekommen ist. Mit einem Buch und einem Vortrag und auch einer Sprache im Gepäck, die alle nicht ganz selbstverständlich sind in Deutschland, wo die Universität vergleichsweise klar von anderen Foren unterschieden wird. Unser Gast schreibt manchmal sogar ich, löscht sich also nicht aus der Beobachtung, was nicht nur an der Uni ungewöhnlich ist. Auch etwa auf der Redaktion des Spiegel zum Beispiel hätte so ein angelsächsisches, vermutlich mal ich, einen Großalarm zur Folge. Es ist etwas Seltenes in Deutschland, und zwar so selten, dass man es lieber Englisch sagt. A public intellectual heißt, er kann so, aber auch so sprechen. Er zieht verschiedene Register, dies übrigens auch in seinem Buch Muster. Auch dafür erhielt er 2012 den Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit der Soziologie. Und das, obwohl zwei Begriffe sofort aufploppen, wenn von ihm die Rede ist, er macht sich manchmal sogar selbst ein bisschen lustig darüber, nämlich Komplexität und Perspektivendifferenz. Es geht ihm also nicht einfach ums Runterbrechen. Studiert hat er in Münster und in Hagen Erziehungswissenschaften, Philosophie und Soziologie natürlich. Ich springe, 1998 übernimmt er den Lehrstuhl für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Methodisch prägend ist, wie schon erwähnt, die Systemtheorie nach Niklas Luhmann. Ich war sehr froh zum Beispiel um seine Einführung in Luhmanns Denken, die sozialen Systeme in der UTB-Reihe bei Fink damals 1993, was mir die Lektüre erheblich erleichterte, auch weil mir ein anderes Einführungsbuch wiederum kaum leichter erschien als Luhmann selbst damals. Nebst den klassischen soziologischen Schwerpunkten, wie sie etwa im 2011 bei Suhrkamp erschienenen Buch Gesellschaft der Gegenwart nachzulesen sind, widmet unser Gast einen Teil seiner Zeit der empirischen Ethikforschung. Religionssoziologie spielt da natürlich mit hinein und auch Themen wie Sterbehilfe. Seit 2012 ist er gemeinsam mit Peter Felixberger Herausgeber des Kursbuches, das unter anderem von Hans-Magnus Enzensberger 1965 gegründet wurde. Bei kursbuch.online lässt sich zudem gut nachlesen, was ich vorhin meinte mit dem Public Intellectual, etwa in der Kolumne Montagsblock. Öffentlich, intellektuell, beides ist da. Und noch etwas zeichnet diese Kolumne aus: keine Angst vor Themen und Territorien, vielleicht sogar, die nicht zwingend bereits von der Akademie kartografiert sind. Heute spricht er auf dem Hintergrund seines Buches, das alleine schon eine Fülle an Beispielen und Problemen einträgt. Herzlich willkommen nun, Armin Nassehi. Ja, die Alternativen wurden schon genannt. So oder so? Ich plädiere für so. Ich freue mich sehr, hier eingeladen zu sein heute und etwas über Digitalisierung sagen zu dürfen. Ich habe mich für eine Theorie der Digitalisierung oder der Digitalität entschieden. Und zwar interessiert mich tatsächlich weniger das, wovon vielleicht viele im Raum hier viel genauer Bescheid wissen als ich, nämlich die Frage, was denn eigentlich die Digitalität und die Digitalisierung mit der Gesellschaft empirisch in den einzelnen Feldern tatsächlich machen. Das ist ein Diskurs, der ja stattfindet in den Sozialwissenschaften, außerhalb der Sozialwissenschaften, in der Öffentlichkeit und so weiter. Eine Gesellschaft stellt sich ein auf etwas, von dem sie konstant behauptet, dass es disruptiv sei, was dann eine interessante Form ist. Und indem sie sich darauf einstellt, produziert sie Routinen, damit umzugehen. Das interessiert mich auch, aber erst in der zweiten Reihe.
In der ersten Reihe interessiert mich tatsächlich als Soziologe, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Digitalität oder Digitalisierung reden. Ich muss immer diese beiden Begriffe nennen, weil Digitalisierung einen Prozess hin zu mehr Digitalität meint und das, wofür ich mich interessiere, eigentlich Digitalität heißen müsste, aber ich werde es nicht ganz so genau nehmen. Digitalisierung taucht zunächst auf als so etwas wie Störung. Wir kennen alle die Störungsfelder. Störungen auf dem Arbeitsmarkt, Störungen im Hinblick darauf, dass es so gut wie keine Kommunikation gibt, die nicht Folgen hinterlässt, die in der Kommunikation selbst nicht intendiert waren. Der berühmte Information Overload, die Sorge darum, dass es zu einer End of Theory kommt, also einer, man könnte sagen, Korrumpierung des Wissenschaftlichen dadurch, dass heute fast alle mit größeren Datenmengen umgehen können. Über die Frage, dass man Original und Kopie nicht mehr unterscheiden kann oder dass womöglich die Unterscheidung von Original und Kopie eine kopierte Unterscheidung ist. Die Frage, dass Datenkonzentration und Kapitalkonzentration parallel verlaufen und das zu völlig neuen Bestimmungen von ökonomischer Potenz und der Frage, was Besitz ist, führt. Und zur Frage von nichtmenschlichen Entscheidungstools, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Über all das habe ich übrigens in diesem Buch auch was geschrieben, aber das ist alles in der zweiten Reihe. Mich interessiert tatsächlich diese merkwürdige Frage, für welches Problem ist die Digitalisierung eine Lösung? Und Sie sehen schon an der Zählung, ich fange noch gar nicht so richtig an, das ist Kapitel minus eins. Ne? Die heißt irgendwie, was ist denn das für eine komische Frage? Die Frage lautet nicht, welche Probleme erzeugt die Digitalisierung? Sie heißt auch nicht, wie kann man die Digitalisierung bewältigen? Und sie heißt auch nicht, können wir die Digitalisierung kontrollieren oder kontrolliert sie uns? Das sind alles unglaublich interessante Fragen. Aber meine Frage lautet anders. Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt man auf so eine komische Frage? Man kommt auf so eine komische Frage, wenn man ein Soziologe ist, der nicht nur, es wurde schon eingeführt, irgendwie sich für Theorien interessiert und dann auch noch für systemtheoretische Sachen, das sind alles ganz schlimme Dinge, sondern der auch empirische Sozialforschung betreibt. Und der empirische Sozialforschung in der Art und Weise betreibt, dass wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler zunächst einmal Phänomene vorfinden, die wir beobachten können. Wie wir sie beobachten, darüber will ich jetzt nicht reden, darüber könnte man mehrere Abende reden. Wir sehen also etwas, das geschieht. Wir machen das methodisch kontrolliert. Und dann müssen wir uns einen Reim darauf machen. Und ich mache mir einen funktionalistischen Reim darauf. Dieser Reim lautet, wenn etwas persistiert, auf Deutsch sozusagen eine Ausdehnung in der Zeit hat, sich wiederholt, Strukturwert bekommt, dann scheint es sich zu bewähren. Bewähren ist nicht was Gutes und es können sich auch ganz schreckliche Dinge bewähren. Wenn also sich etwas bewährt, das heißt, wenn gesellschaftliche Akteure an diese Dinge anschließen und sie persistieren lassen, dann scheint es doch so zu sein, dass das, was man da als Ding, als Geschehen, als Ereignis beobachten kann, ein Problem zu lösen. Ich will Ihnen ein simples Beispiel nennen. Ich stehe hier vorne in gleißendem Licht. Man sieht es vor allem an meiner glänzenden Frisur. Sie sitzen da vorne im Dunkeln. Ich sehe Sie kaum. Sie sehen mich. Ich habe ein Mikrofon, Sie noch nicht. Mir ist 45 Minuten Zeit gegeben zu reden und man vertraut mir, dass ich diese 45 Minuten mit einigermaßen gehaltvollen Sätzen füllen werde. 5 habe ich schon. Und das ist eine interessante Anordnung. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass die über
Abgabe solcher tollen Informationen eines braven bayerischen Ordinarius im preußischen Berlin auch anders vonstatten gehen könnte. Es hat sich aber irgendwie bewährt, dass man diejenigen, die zuhören, zunächst einmal in eine Position versetzt, dass alle in die gleiche Richtung gucken, nämlich auf mich, dass das eine predigtähnliche Situation ist und dadurch so etwas wie eine Form zustande kommt, dass ich einen Gedanken linear von A bis Z entfalten kann. Und das hört sich vielleicht doof an, aber als empirischer Sozialforscher frage ich mich, warum ist das Ding eigentlich so angeordnet und nicht anders? Ich könnte in der Mitte sein. Sie könnten zu jedem Satz einen Kommentar abgeben können. Oder was auch immer. Wir könnten auch vereinbaren, dass Sie sich lautstark über die Sätze in irgendeiner Weise auslassen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Zunächst einmal können wir die Frage stellen, für welches Problem ist diese Anordnung eigentlich die Lösung? Und dann käme man auf die Idee zu sagen, solche Vortragsanordnungen haben einen Funktionssinn. Und der Funktionssinn ist tatsächlich, zunächst einmal einen längeren Gedanken ausführen zu können. Und spannenderweise haben wir uns alle an diese Rollen gewöhnt. Sie sehen, Sie sitzen, soweit ich Sie sehen kann, sehr geübt auf Ihren Plätzen und wissen, wie man sich bei einem Vortrag verhält. Und ich auch. Ich mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als Vorträge zu halten. Und selbst wenn mir nichts mehr einfällt, werde ich die 45 Minuten füllen können. Und das ist gar nicht lustig, sondern das ist sozusagen die Art und Weise, wie man an so ein Thema rangeht. Und das ist jetzt noch kein Digitalisierungsthema. Aber so ähnlich frage ich mich, merkwürdigerweise ist es doch so, dass die Digitaltechnik in alle Bereiche der Gesellschaft eindringt. Wie selbstverständlich. Übrigens auch die Kritik an der Digitaltechnik nutzt Digitaltechnik, um sich zu verbreiten. Und dann frage ich, für welches Problem ist das eigentlich die Lösung? Das ist eine methodisch kontrollierte Frage. Und ich meine das auch richtig ernst mit dieser methodisch kontrollierten Frage. Das war die erste Vorbemerkung. Das nächste Kapitel heißt Null. Also ist auch noch nicht so richtig die Sache, um die es geht. Nämlich eine techniksoziologische Intuition. Ich behaupte, dass Technik sich nur etablieren kann, also eine bestimmte Art von Technik, wenn es dafür ein gesellschaftliches Bezugsproblem gibt. Also nach der methodischen Vorbemerkung, wenn diese Technik ein Problem löst, das in der Gesellschaft offenbar denkbar ist. Man muss das Problem nicht vorher schon kennen, um das hinterher als Lösung anzusehen. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Bewässerungssysteme. Wenn Sie sich im Mittelmeerraum die früheren Bewässerungssysteme ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die sehr artifiziell gebaut sind und sehr viel Energie, also Organisationsenergie und ökonomische Energie brauchten, damit man sie verwenden konnte. Das verweist darauf, dass diese Gesellschaft ein Organisationsproblem damit hatte, genügend Agrarisches anbauen zu können für eine wachsende Bevölkerung, bei der man nicht mehr auf die Bewässerung sozusagen in punktuellen Situationen vertrauen konnte, sondern das zentralisieren musste. Oder denken Sie an den Buchdruck. Welches Problem löst der Buchdruck? Wenn Sie die Leute befragen, die den Buchdruck erfunden, ist das falsche Wort, befördert haben, dann waren das die Idee, die Heilige Schrift zu distribuieren. Man stellte nach kurzer Zeit fest, dass man nicht nur die Heilige Schrift distribuiert hat, sondern auch die Kritik an der Heiligen Schrift. Und die Kritik an der Kritik der Heiligen Schrift und die Kritik an der Kritik der Kritik der Heiligen Schrift. Und es gab dann interessanterweise auch Formen, dass man festgestellt hat, oh, man kann ja auch über ganz andere Dinge Bücher machen als über die Heilige Schrift und ihre Kritik. Es entstand Literatur, es entstand Pornografie. Es entstanden sachorientierte Argumentationsformen. Das geht nur in einer Gesellschaft, in der ganz offensichtlich das Problem einer Lösung harrt, dass man feststellt, dass man über denselben Gegenstand unterschiedliche Sätze sagen kann. Der Buchdruck hätte sich nicht verbreitet, wenn in dieser Gesellschaft nicht zumindest der Keim dieses Problems
denkbar gewesen wäre. Vorher wäre man nicht auf die Idee gekommen, die Heilige Schrift zu verbreiten, weil in der Heiligen Schrift steht doch schon alles drin. Wozu soll die dann jeder lesen? Lesen muss man sie ja nur, weil man dann feststellen kann, dass man sie selbst interpretiert. Und das ist wahnsinnig riskant, weil man gleichzeitig feststellt, dass man sie unterschiedlich lesen kann. Ich werde zum Buchdruck nachher noch einiges sagen. Und ähnliche Geschichten sind über die Dampfmaschine denkbar. Die Dampfmaschine setzt bereits eine Gesellschaft voraus, in der Kraftentfaltung ein Problem ist. Sonst bräuchte man keine Dampfmaschine. Sie kennen die Dampfmaschine als Kraftentfaltung stationär und als Lokomotive. Ja, die Besiedlung Nordamerikas wäre ohne die Dampflokomotive völlig undenkbar gewesen und die Industrialisierung Englands und Kontinentaleuropas auch nicht. Das Automobil, darüber könnte man viel sagen, über Radio und Fernsehen könnte man viel sagen. Und man könnte vor allem sagen, was die Bezugsprobleme sind. Also welches Problem durch diese Techniken gelöst werden. Es sind alles Techniken, die persistiert haben. Was bei diesen Techniken auch immer vorkommt, das ist, dass der Funktionssinn der Technik nicht identisch ist mit den Intentionen derer, die das Zeug erfinden. Wie verhält es sich nun mit der Digitalisierung? Ich sage mal das Ergebnis. Ich behaupte, dass Digitalisierung auf die Unsichtbarkeit des Gegenstandes reagiert. Das gilt auch den Gegenstand Gesellschaft. Digitaltechnik ist ja nicht nur eine, die etwas mit Sozialdaten zu tun hat, sondern mit allen möglichen anderen Daten auch. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ein Kugellager ist eine sehr analoge Technik. Sie können in einem Kugellager heute, das wird auch permanent gemacht, Sensoren anbringen, an deren Schwingungsmuster man erkennen kann, wann dieses Kugellager kaputt geht. Man kann es dann auswechseln, bevor es bereits kaputt ist. Damit spart man viel Geld, weil die industriellen Prozesse nicht unterbrochen werden müssen. Also das ist ein Beispiel, das jetzt eigentlich nicht für die digitale Gesellschaft steht, aber die Digitaltechnik geradezu parabolisch auf den Begriff bringt, weil man sieht, man braucht Erfahrungswerte, die in bestimmten Mustern auftauchen, die man nicht unmittelbar sehen kann. Also jemand, der ein Kugellager sich anguckt, wird daran nicht erkennen können, ob es kaputt geht oder nicht. Mit einer bestimmten Form von Technik und seiner digitalen Auswertung ist das möglich. Und das Gleiche gilt erst recht für die Gesellschaft. Ich behaupte, dass das Problem, für das die Digitalisierung eine Lösung ist, bereits in einer digitalen Gesellschaft existierte, in der es noch keinen Computer gab. Ich datiere das ungefähr auf die Entstehung moderner westlicher Nationalstaaten Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, mit der Entstehung tatsächlich der Nationalstaaten, des Betriebskapitalismus, moderner Formen von Verwaltungen, von Stadtplanung, von Verkehrsplanung und Ähnlichem. All das hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Man konnte aber auf analoge Erfahrungswerte zurückgreifen. Allein die einfache Frage, wie viel Weizen im Umkreis einer Großstadt angebaut werden muss, damit an jedem Morgen Brötchen oder in Bayern Semmeln zur Verfügung stehen, ist eigentlich eine banale Frage. Aber sie ist eine neue Frage für eine Gesellschaft, in der Sozialplanung tatsächlich für größere Räume gemacht werden musste, bei denen man die Erfahrungswerte berechnen muss. Das heißt, die werden bereits digitalisiert. Die Frage, wie viele Lehrpersonen braucht eine Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, Bildung zu befördern. Die Frage, wie viel Versorgungsmöglichkeiten medizinischer Natur müssen ab einer bestimmten Zahl von Menschen in einer Stadt da sein. Wie breit muss die Kanalisation sein, damit es wirklich fließt? Was braucht man für Material, um ein stehendes Heer organisieren zu können? Also die Fragen sind Legion. Und diese Fragen sind es, die letztlich durch statistische Mittel, durch die Erfindung des Homme Moyen, des Durchschnittsmenschen, des Mittelwertmenschen, beantwortet worden sind. Es gab eine völlig neue Form der Selbstbeobachtung der Gesellschaft durch sich selbst. Man hat sozusagen beobachtet,
in der bürgerlichen Gesellschaft, die ja davon beseelt war, die Entscheidungsmöglichkeit des einzelnen Bürgers als Subjekt stark zu machen, dass die Subjekte sich an Programme halten, die interessanterweise starke Muster sind, die man letztlich quantitativ beschreiben kann. Also die Frage zum Beispiel, wie das Verhalten von Menschen unterschiedlicher Schichten und Klassen ist, war für Sozialplanungsfragen außerordentlich wichtig. Man hat es an bestimmten Fragen festgemacht. Sie kennen das hübsche Programm der romantischen Liebe als literarische Form seit dem 18. Jahrhundert. Die romantische Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass die Liebenden sozusagen die ganze Welt, wie sie da ist, auf ihre eigene Subjektivität zurückführen und die sozusagen die authentischste Entscheidung, die wir überhaupt treffen können, die ist für den anderen oder die andere. Und dann kommen Statistiker und stellen fest, dass wir uns nach ziemlich berechenbaren Regeln verlieben. Meistens in Leute ähnlichen Standes, in Leute ähnlicher Konfession, in Leute ähnlichen Bildungsgrades, übrigens mit starken geschlechtlichen Unterschieden, man könnte sagen, bis in die Gegenwartsgesellschaft hinein. Das ist eine Demütigung zunächst einmal, die Demütigung nämlich, die uns zeigt, dass die Gesellschaft selber wie ein Kugellager aus Mustern besteht, die durch Datensätze erst sichtbar gemacht werden können. Und deshalb behaupte ich, dass die moderne Gesellschaft seit der Zeit, die ich genannt habe, tatsächlich so etwas wie eine digitale Gesellschaft bereits gewesen ist. Die Selbstbeobachtung der Gesellschaft hat auf diese Formen umgestellt. Und wenn ich die Frage beantworten will, für welches Problem die Digitalisierung eine Lösung ist, dann ist eines dieser Probleme das Problem der Selbstbeobachtung der modernen Gesellschaft. Oder, um den Begriff aufzunehmen, der gerade schon gefallen ist, ihre Komplexität. Das heißt, ihre multifaktorielle Form, wie sie sich selber in ihren Prozessen beschreibt. Frühere Gesellschaften waren viel einfacher aufgebaut, auch wenn sie sehr komplexe kulturelle Formen hatten. Einfacher heißt, Weltbilder, Praktiken und Ähnlichem wurden nach klaren Hierarchien angeordnet. Jetzt haben wir es mit mehreren gleichzeitig wirkenden, in Wechselwirkung stehenden Faktoren zu tun, die man nicht mehr mit bloßem Auge sehen kann. Und ich mache jetzt einen sehr großen Strich, das muss man alles etwas genauer beschreiben, tue ich auch schriftlich, aber hier jetzt nicht. Aber man kann sich vorstellen, dass die Digitaltechnik, wie sie entsteht, erfunden werden müsste, wenn es sie nicht gäbe, weil die in der Lage ist, genau das zu tun, was offenbar als eines der großen Selbstbeobachtungsprobleme der Gesellschaft genannt werden kann, wie ich das gerade versucht habe zu entwickeln. Was macht eigentlich der Computer, der ja später erfunden wurde? Also nach meiner Lesart mehr als 100 Jahre später, als die Gesellschaft schon digital genannt werden kann. Der Computer rekombiniert Elemente und diese Elemente bestehen aus Dingen, die er selber sehen kann, nämlich Daten, und versucht innerhalb der Datensätze Strukturen zu entbergen. Die Strukturen müssen gar nicht objektiv drin sein, sie müssen aber sichtbar werden. Ein Datensatz besteht aus unterschiedlichen Daten, die nicht gleich oder nicht gleichförmig oder nicht alle mit allen miteinander verbunden sind, sondern eben, sonst würden sie keine Informationen weitergeben, sondern eine Struktur haben. Und das ist das, was der Computer mit hoher Potenz in der Lage ist, zu verarbeiten. So, jetzt kommt das erste Mal ein Kapitel mit einer richtigen Zahl. 1. Mich interessiert jetzt das technische Substrat, nämlich die Frage, was denn eigentlich Digitaltechnik ist. Und für den Soziologen, der ja kein Informatiker, kein Mathematiker, kein Techniker ist, fällt zunächst einmal eine interessante Unterscheidung auf, die vielleicht erwartbar ist, wenn man ein Soziologe des Typs ist wie ich. Nämlich die Unterscheidung von Medium und Form.
Aber es ist nicht nur die Unterscheidung von Medium und Form, sondern es ist die Unterscheidung eines einfachen Mediums, das komplexe Formen ermöglicht. Man kann tatsächlich sagen, dass es wohl niemals eine Technik gegeben hat, die so simpel war wie die Digitaltechnik. Und das hört sich total doof an, das zu sagen, weil wir es ja mit Anlagen, mit Formen zu tun haben, die eine nie geahnte Komplexität erreicht haben, die eine nie geahnte Potenz erreicht haben und die Wachstumsraten hat, die kaum jemals vorhersagbar waren, kann man trotzdem behaupten, die Technik selbst ist unfassbar simpel. Sie ist deshalb simpel, weil sie ihr eigenes Substrat, ihre eigene Basis für Information binär kodiert, technisch in unterschiedlichen Spannungszuständen und daraus, aus dieser einfachen Form, die allen digitalen Technologien als Grundlage dient, komplexe Formen ermöglicht. Es ist sehr interessant zu sehen, dass letztlich die gleiche mediale Form dazu verwendet werden kann, die Energiesysteme eines ganzen Landes zu organisieren, Raumfahrttechnik zu programmieren, weltweite Formen der Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Wenn Sie etwa an die Frage des Klimawandels denken, werden wir mit dieser Selbstbeobachtung immer stärker zu tun haben, zu organisieren, aber gleichzeitig auch mit dem ähnlichen Substrat elektrische Kinderspielzeuge, Zahnbürsten und weiß der Henker was. Alles. Das Substrat ist dasselbe. Die Form ist unendlich komplex. Das hört sich vielleicht banal an, aber das ist nicht banal, weil das die Basis genau dafür ist, dass diese Technik überall eindringen kann. Es gibt einen historischen Präzedenzfall, das ist die Schrift. Die Schrift ist ähnlich gewesen. Die Schrift ist nicht ganz so einfach, was das Medium angeht. Wir haben 26 Buchstaben, wenn wir Groß- und Kleinschreibung dazu nehmen, 52, die unendlich rekombiniert werden können. Unendlich rekombiniert werden können heißt, aus einem Satz folgt nicht automatisch der nächste. Das ist das Spannende an der Schrift. Alles kann über die Schrift verschriftlicht werden. Und dann leben wir in einer verschriftlichten Welt. Sie kennen vielleicht die Diskurse, die gerade in der Schriftphilosophie, im Poststrukturalismus etwa diskutiert werden, bei der es um die Frage geht, ob die Schrift nicht selber die Welt wird, über die sie da etwas sagt. Und sowas Ähnliches gilt in noch radikalerer Art und Weise für die Datentechnik. Die Datentechnik ist Selbstreferenz pur. Denn die Daten können nur in Form von Daten aus den Daten ausbrechen. Also, das kann alles analoge Folgen haben. Ja, Sie können mit Datentechnik eine Bombe zünden. Und die Bombe besteht nicht aus Daten, sondern aus Explosivem. Aber das sind dann keine Daten mehr. Die Daten selbst verweisen auf Daten. Übrigens, wenn ich das in Parenthese sagen darf, der Philosoph, der das vielleicht am radikalsten auf den Begriff gebracht hat, ist Martin Heidegger, der das natürlich in radikal kulturkritischer Manier formuliert hat, aber der bis zu dem Satz kam, zu sagen, dass in der Moderne die Philosophie durch Kybernetik ersetzt wird, weil er gesehen hat, dass die Daten vor allem auf etwas verweisen, auf Daten nämlich. Das ist schon ziemlich gut beschrieben. Parenthese wieder geschlossen. Worauf ich mich auch noch beziehe, das ist etwas, das sehr stark diskutiert wird, nämlich die Frage, ja, bilden die Daten denn jetzt eigentlich die Welt so ab, wie sie ist? Sie kennen die Diskussionen etwa über Algorithmen, die etwa zur Prognose von Straffälligkeiten im Rechtssystem verwendet werden. Ja, man kann also sozusagen ein Programm damit füttern, mit Informationen über jemanden und kann dann bestimmte Wahrscheinlichkeiten formulieren, ob der wieder
straffällig wird oder nicht. Kritisiert werden solche Algorithmen vor allem dafür, dass sie die Strukturen der Gesellschaft, wie wir sie kennen, die durchaus etwas mit sozialer Ungleichheit, mit Genderungleichheit in den USA sehr stark mit Rassenungleichheit und Ähnlichem zu tun haben, natürlich in diesen Dingen wieder abbilden, weil das ja genau die Basis für die Berechnung dieser Wahrscheinlichkeiten ist. Also da sieht man, diese Daten sind von dieser Welt, aber sie bilden ab, was sie abbilden. Das ist eine Tautologie. Sie sind nicht objektiv die Welt, sondern sie sind das, wofür sie stehen. Und deshalb spreche ich von der ungenauen Exaktheit der Daten. Ich beziehe mich da auf Edmund Husserl, den Begründer der Phänomenologie, der in seinem berühmten Krisisaufsatz beschrieben hat, dass die Wissenschaften, er meinte damit vor allem die Naturwissenschaften, vergessen haben, wie sie eigentlich ihre Modelle entwickeln. Also, Sie kennen das, ja, die Mathematik oder die mathematischen Modelle der Naturwissenschaften tun so, als seien die Modelle das, was da abgebildet wird. Und dann gibt es unglaubliche Genauigkeiten. Wir kennen das auch in der empirischen Sozialforschung. Wir befragen Leute und berechnen bis in die 35. ich übertreibe jetzt, Nachkommastelle bestimmte Formen von Signifikanzen und Ähnlichem und stellen dann fest, genau sind die Daten innerhalb ihrer selbst, aber was sie abbilden, das ist, wie wir sagen, kontingent, ungenau. Und die Selbstreferenz der Datenwelt ist dann eben eine, die die Welt auf eine ganz eigentümliche Weise verdoppelt. Ich benutze dieses merkwürdige Theorem der Verdoppelung der Welt, um ironisch beschreiben zu können, dass diese Verdoppelung der Welt in den Daten, die wir auch bereits in der Sprache und in der Schrift kennen, letztlich das große Problem, das wir aus der Sprachphilosophie kennen, zwischen Signifikant und Signifikat, also der Frage der Differenz von Zeichen und Bezeichnetem, erneut abbildet. Die Daten sind technisch zunächst einmal nichts anderes als strukturierte Formen von Spannungsunterschieden. Das gilt für jeden Datensatz. Aber sie stehen für etwas, für das sie nur stehen können, weil sie das, worum es geht, nicht selber tatsächlich eindeutig repräsentieren können. Auf Deutsch heißt es, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, wir wissen, dass der Begriff Baum kein Baum ist. Aber wenn wir über den Baum verhandeln, verhandeln wir mit dem Zeichen Baum. Und bei Baum ist es noch relativ einfach, weil man mit dem Wort Baum zu einem Baum gehen kann. Aber es gibt auch Begriffe, die sozusagen so selbstreferenziell sind, dass es sehr schwer ist, den Referenzgegenstand aufzusuchen. Zum Beispiel Freiheit oder Digitalisierung oder technisches Substrat oder Einfalt oder Vielfalt. Also all die komischen Worte, die hier jetzt gerade an der Wand stehen. Und diese Form der Verdoppelung der Welt ist es letztlich, die dazu führt, dass die Digitalisierung tatsächlich eine Ebene der Repräsentation der Welt produziert, die ein Eigenleben produziert. Ein Eigenleben würde heißen, die Gesellschaft wird im Prinzip so ähnlich, wie sie auch durch die Schrift und durch die Sprache nochmal in einer Version abgebildet wird, heute in den Daten abgebildet. Und interessanterweise muss man ja sagen, dass die Daten selbst nicht die Information enthalten, sondern die Information enthalten letztlich die Beobachter der Daten, die damit etwas machen. Konkretes Beispiel, Sie können den gleichen Datensatz dazu verwenden. Forensische, also Strafverfolgungsfragen zu behandeln, Marketingfragen zu behandeln, medizinische Forschung zu machen oder Zielgruppen zu identifizieren für ihren nächsten Wahlkampf, bei dem sie nicht zu viel Geld ausgeben wollen und nur die ansprechen, bei denen sie aus den Daten rauskriegen können, dass die noch nicht genau wissen, ob sie wählen wollen oder nicht, weil die, die genau wissen, dass sie nicht wählen, für sie uninteressant sind. Das war etwa eine der Strategien der ersten Obama-Kampagne in den Vereinigten Staaten. Ein weiterer Aspekt des technischen Substrats besteht in dem, was ich Optionssteigerungen nenne. Die moderne Gesellschaft ist davon geprägt, dass sie so etwas wie Stoppregeln nicht kennt. Ich gehe als Systemtheoretiker von einer funktional differenzierten Gesellschaft aus, in der sich tatsächlich ökonomische, politische, wissenschaftliche, religiöse, rechtliche und so weiter Logiken nicht voneinander entfernen, in dem Sinne, dass sie nichts miteinander zu tun haben, aber nach je eigenen Regeln reproduzieren. Und wir erleben die Krisen der Moderne ja tatsächlich als Krisen von Optionssteigerungen. Sie können
das berühmte Problem des Kapitalismus, den Kapitalismus mit ökonomischen Mitteln nicht stoppen. Es geht nicht. Sie können versuchen, das mit politischen Mitteln zu machen. Das ist auch der große Konflikt. Aber mit ökonomischen Mitteln funktioniert das nicht. Es gibt keine Stoppregel des Ökonomischen im Ökonomischen. Wie es übrigens auch keine Stoppregel des Politischen im Politischen gibt. Die Diktaturen des 20. Jahrhunderts sind dafür ein beredtes Beispiel. Und auf wissenschaftliche Forschung können sie wissenschaftlich schwer verzichten. Die Diskussion wurde etwa bei der Nukleartechnologie in der Mitte des letzten Jahrhunderts sehr stark diskutiert. Von religiösen Optionssteigerungen haben Sie sicherlich auch schon gehört, die in manchen Regionen der Welt eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Interessanterweise gelten die Optionssteigerungen auch für diese komischen Verdoppelungen der Welt. Die Schrift und die Sprache kann man schriftlich und sprachlich nicht stoppen. Also wir kennen das bei der Frage, dass wir bestimmte Begriffe nicht verwenden sollen. Um das stark zu machen, müssen Sie sie verwenden. Ja? Also sag nicht X, müssen Sie paradoxerweise X sagen. Und selbst wenn Sie X indirekt benennen, haben sie es direkt benannt. Ich nehme das nur als Beispiel dafür, um klarzumachen, die Datenwelt kennt keine in den Daten selbst verortete Form der Stoppregel. Und das ist ja gerade das Geheimnis dieser Daten, dass sie aufgrund ihrer banalen Struktur für alles verwendet werden kann. Deshalb sind Formen der Vernetzung, der Kompatibilität und Konnektivität das, was die digitale Gesellschaft heute ausmacht. Die unterschiedlichsten Bereiche der Gesellschaft werden konnektiv miteinander verbunden. Daten werden für etwas verwendet, wofür sie nicht erhoben worden sind. Datensätze aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft werden wechselseitig füreinander konnektiv. Wenn es um Beispiele geht, können wir das vielleicht in der Diskussion noch machen. So, jetzt muss ich natürlich auch noch etwas über die Digitalität der Gesellschaft sagen. Die Digitalität der Gesellschaft, behaupte ich ja, ist das Bezugsproblem der Digitalisierung. Das hört sich tautologisch an und Sie können vielleicht auch sagen, worauf sollen Soziologe sonst kommen als darauf? Und meine Antwort ist, naja, genau darauf. Weil er sie ja beschreiben will, die Digitalität der Gesellschaft. Es geht um die analoge Unsichtbarkeit dieser Gesellschaft, darauf habe ich schon hingewiesen. Traditionale Gesellschaften haben sich eigentlich immer analog auf die Routinen verlassen können, die immer schon galten. Heute stellen wir fest, dass jede Lösung ein neues Problem produziert. Jede. Und da haben Sie diese Problemlösungsrelation immer wieder neu. Habe ich alles schon gesagt. Interessant, also finde ich jetzt interessant, hoffentlich Sie auch, ist die Formulierung einer dritten Entdeckung der Gesellschaft. Wann entdecken wir eigentlich die Gesellschaft? Das geht stark in die Geschichte meines Faches hinein. Wir entdecken Gesellschaft immer dann, wenn wir so eine Mischung aus Gestaltbarkeit und der merkwürdig demütigen Erfahrung registrieren müssen, dass die Gesellschaft offenbar mächtiger ist als der Wille der Einzelnen. Ich datiere die erste Entdeckung der Gesellschaft auf den Anfang des 19. Jahrhunderts nach der Französischen Revolution. In Frankreich übrigens interessanterweise auch von den, oder eher sogar von den rechten Autoren, Joseph de Maistre zum Beispiel. Das sind Leute, die die Gesellschaft entdeckt haben als eine eigenwillige Struktur. Die zweite Entdeckung der Gesellschaft wäre vielleicht diejenige in den 1960er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also das sind nicht nur die 68er-Bewegung, sondern die Idee sozusagen, Sozialplanung stark zu machen, sozialen Aufstieg zu ermöglichen, sich für soziale Ungleichheit zu interessieren, die soziale Herkunft gesellschaftlicher Probleme zu diskutieren, die Gleichheit der Menschen prinzipieller Natur und ihre Ungleichheit auf die Gesellschaft zurückzuführen und so weiter. Das kennen Sie alles. Die dritte Entdeckung der Gesellschaft sehe ich in der heutigen Digitaltechnik. Historisch könnten Sie jetzt mir vorwerfen, sagen, wenn ich vorher behauptet habe, dass die so früh angefangen hat, dann stimmt das ja nicht. Stimmt aber trotzdem, weil das natürlich sozusagen der Hinweis darauf ist, dass diese dritte Entdeckung ja nichts Neues entdeckt, sondern etwas, das wir schon länger kennen, nämlich die interessante Sozialstruktur, die uns dazu bringt, zu tun, was wir tun und zu wollen, was wir sollen. Das ist die alte Formel aus der bürgerlichen Gesellschaft. Die dritte Entdeckung der Gesellschaft durch die Digitaltechnik ist die, dass die Digitaltechnik trotz aller Disruptionsdiagnosen letztlich davon lebt, dass die Gesellschaft selbst ein Trägheitsmoment hat. Für mich ist am eindrücklichsten, wie man aus wenigen Informationen
viele Schlüsse ziehen kann. Sie können mit relativ wenig Informationen über bestimmte Gruppen, über bestimmte Individuen, über bestimmte Formen sehr viel Wissen durch Rekombination von Elementen abrufen. Oder wir können ein Wissen generieren aus Datensätzen über das künftige Verhalten von Menschen. Wir können, wenn wir Marketing machen wollen, aus den Daten Kaufentscheidungen herauslesen, die diejenigen, die das tun, noch nicht kennen. Und sie werden sagen, das könnte man jetzt feiern, man kann es auch kritisieren. Interessant ist daran, dass sozusagen diese dritte Entdeckung der Gesellschaft ganz neue Steuerungs- und Kontrollformen produziert. Dirk Becker, der hier ja auch schon gesprochen hat, hat die wunderbare Unterscheidung von Kritiküberschuss der alten Buchwelt und Kontrollüberschuss dieser Datenwelt formuliert. Die Musterhaftigkeit der Gesellschaft ist also das Material der Digitalisierung. Und ihr Schlüssel ist ihre Technizität. Und deshalb muss ich auch über Technik reden. Wovon unterscheiden wir Technik? Wir unterscheiden Technik gerne von Humanität. Sie kennen den Diskurs, ne? Das ist ja nur Technik und nichts Menschliches. Das ist schon deshalb Unsinn, weil es auch menschliche Techniken gibt. Wenn Sie zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie tanzen können, also ich kann es nicht so doll, aber wenn Sie tanzen, dann brauchen Sie Techniken. Oder wenn Sie Sport machen, brauchen Sie Techniken. Wodurch zeichnet sich das aus? Dass Sie im Moment, in dem Sie das machen, nicht darüber nachdenken müssen. Also wenn Sie, was weiß ich, was nehmen wir für einen Sport, wenn Sie Fußball spielen und darüber nachdenken müssen, wie man den Ball trifft, werden Sie ihn garantiert nicht treffen. Erst wenn Sie Ihr Verhalten technisiert haben, werden Sie den Ball treffen. Dann kann man Technik von Kultur unterscheiden. Das ist auch irgendwie komisch, weil Technik ja selbst eine kulturelle Erscheinung ist. Das muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Es gibt kulturabhängige Formen dessen, welche Technik eigentlich plausibel ist und welche nicht. Also gucken wir genauer hin, was Technik eigentlich im Alltag macht. Und dann wird man feststellen, Technik, das ist geklaut von Niklas Luhmann, verzichtet auf Konsenszwänge, wenn sie funktioniert. Und das kann man übrigens besonders dort erkennen, wo wir es mit technisierten Sozialtechniken zu tun haben. Also jetzt denken Sie mal gar nicht an Apparate, sondern denken Sie an technisierte Kommunikation. Sie gehen an einen Schalter, wir gehen heute nicht mehr an einen Schalter, ich weiß schon, aber die Älteren unter uns kennen das noch. Sie gehen am Bahnhof an einen Schalter und sagen, ich möchte gerne eine Zugkarte nach Stuttgart haben. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass der Mensch, der dann hinter dem Schalter sitzt, nicht sagt, ist es eigentlich heilsrelevant für Sie? Oder wie erwarten Sie, dass Schalke nach der Niederlage gegen den FC Bayern letzte Woche wohl abschneiden wird, was eine ziemlich relevante Frage für mich ist. Und so weiter und so weiter. Sondern er wird oder sie ganz eindeutig ganz bestimmte Dinge sagen. Dann nehmen Sie doch das Sparticket, das kostet oder wollen Sie nicht den Zug nehmen oder das kostet 19,95 Euro. Na, als es noch 19 kostete, war das noch Mark. Aber ist egal. Also sozusagen, die spannende Frage ist gewissermaßen, dass wir ja auch im Alltag viele technisierte Kommunikationen haben und die verzichten auf Konsenszwänge. In solch einer Situation muss ich nicht dem Schaltermenschen sagen, du Schaltermensch, ich bin eigentlich ein total netter Kerl, ich find's total dufte, wenn du mir jetzt so ein Ticket verkaufen würdest. Das würde man nicht machen, da würde man sich lächerlich machen, sondern das sind technisierte Kommunikationen. Ich nehme das Beispiel nur dafür, um zu zeigen, was Technik eigentlich bedeutet. Technik bedeutet, dass wir etwas bewirken und die Bewirkung selber keinen Konsens braucht, sondern durch das Funktionieren selber funktioniert. Das heißt übrigens auch, dass wir Techniken verwenden können, die wir selber nicht durchblicken. Technik ist fast immer Blackbox. Ja, also ich mache es an nicht digitalen Beispielen fest. Ein Automobil kann jeder Depp fahren, ohne zu wissen, wie ein Automobil funktioniert. Fast niemand weiß, was passiert, wenn man aufs Gaspedal drückt. Ne? Also was wirklich passiert, das fährt dann irgendwie los, wenn man vorher einen Gang reingemacht hat und so. Aber was das heißt, ist eigentlich egal. Und das Spannende ist sozusagen, dass Technik eine Simplifikation durch Ersetzung von loser Kopplung der Elemente durch strikte Kopplung ist. Also lose Kopplung der Elemente heißt, ich frage meinen Mitmenschen, du, gehen wir heute Abend was essen oder ins Kino? Und dann hat er Ja-Nein-Stellungnahmen, die er machen kann. Mit dir gehe ich doch nicht ins Kino. Die Technik kann das nicht. Die ist strikt gekoppelt. Wenn sie funktioniert, dann tut sie, was sie soll. Wenn sie nicht funktioniert, ist sie kaputt. Und die Simplifizierung durch Technik
ermöglicht dann erst den Aufbau einer besonders hohen Form von Komplexität. Und das ist das Gleiche, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit der einfachen Form, dem einfachen Medium, dem einfältigen Medium des Digitalen, das komplexe Formen hervorbringt. Dagegen könnte man sagen, dass der Funktionsbegriff hier zu freundlich, zu positiv formuliert ist. Funktionieren heißt nicht, dass das gut funktioniert, sondern funktioniert heißt, dass es anschlussfähig wird in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das Tolle ist, wir schimpfen alle über bestimmte Techniken, während wir sie verwenden. Und das Spannende ist eigentlich an den, gerade an den Digitaltechniken, dass sie eigentlich sehr kompliziert ist, was ihre Form angeht, dass aber die Anwendung immer einfacher wird. Ich bin hinreichend alt, noch MS-DOS zu kennen, wo man Befehlsketten eingeben musste, damit etwas passiert. Auch das war ja nur Blackbox, dahinter passierte was ganz anderes. Aber sozusagen massentauglich wurde das Zeug eigentlich erst, wenn man auf irgendwelche Symbole klicken konnte. Was funktioniert? Das funktioniert. Was nicht funktioniert, funktioniert nicht. Und wenn es funktioniert, dann wird es sich durchsetzen. Deshalb ist das ganze Funktionieren eine Form der Niedrigschwelligkeit. Ich unterscheide, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, erlebende und handelnde Technik. Alles, was ich bis jetzt beschrieben habe, ist erlebende Technik. Das ist eine Technik, die Daten und Medien benutzt, um damit etwas zu machen. Die wirklich spannenden, schwierigen Fragen sind dort, wo diese Technik selbst Entscheidungen trifft. Also etwa selber Datensätze produziert. Selbstfahrende Automobile können nicht auf Datensätze zurückgreifen, sondern sie müssen selbst mit Hilfe von Sensoren, Kameras und so weiter entscheiden, welche Reize von außen zu einer Information innen werden. Und dann stellt sich die Frage, ob das noch so eine Technik ist, die in dieser Weise funktioniert. Wenn ich Zeit hätte, würde ich Ihnen etwas über die mathematischen Hintergründe dieses Problems sagen, den Gödel'schen Unvollständigkeitssatz zum Beispiel oder das Problem der Paradoxie des Anfangs. Da ich nicht genug Zeit habe, werde ich das abkürzen in der Form, dass ich versuche zu zeigen, dass die abduktiven Maschinen, wie ich sie nenne, eben nicht deduktiv aus einem Fundus sich bedienen können, sondern jetzt gewissermaßen, man könnte fast sagen, so wie wir auch mit der Paradoxie des Anfangs beginnen müssen. Die Paradoxie des Anfangs, man kann aus der Digitaltechnik viel über den Menschen selbst lernen. Die Paradoxie des Anfangs ist der Generator von Fehlern. Sie kennen den schönen Satz, das ist menschlich. Heißt, der Fehler ist verzeihlich. Also wir bauen Unfälle und das ist sozusagen das Menschliche am Unfall ist, dass wir ihn aufgrund unserer eigenen Wahrnehmungsschwäche nicht verhindern konnten. Einer Technik würden wir das eigentlich nicht durchgehen lassen. Deshalb diskutiert man in der Ethik so spannende Fragen wie, soll eigentlich ein selbstfahrendes Auto eher ein Kind oder eher einen Rentner totfahren? Volkswirtschaftlich müsste man den Rentner wählen. Letzte Seite. Wir erleben überall Erhitzung und das ist jetzt nicht der Hinweis auf die 30 Grad, sondern das ist der Hinweis auf eine Erhitzung von vielem, was in der Gesellschaft stattfindet. Ich habe bereits Kontrollüberschuss und Kritiküberschuss, die beiden Begriffe von Dick Becker, genannt. Wir wissen im Moment nicht mehr genau, wer eigentlich Kontrolleur und wer Kontrollierter ist. In der Kybernetik-Diskussion ist das ein Riesenproblem. Ich lasse das jetzt mal sozusagen zunächst mal nur so stehen. Wir erleben eine starke Erhitzung, was Kapitalkonzentration angeht. Eine der interessantesten Informationen in diesem Jahr war für mich, dass Google Plus seinen Dienst einstellt. Vordergründig soll es ein Datenleck gewesen sein, aber Datenleck hat noch nie ein großes Unternehmen dazu gebracht, seinen Betrieb einzustellen. Sondern dieses Konkurrenzunternehmen von Facebook konnte nicht funktionieren, weil die Datenkonzentration an zwei Orten letztlich das Geschäftsmodell in Frage stellt. Also viele, die heute sich mit Plattformökonomien beschäftigen, werden sozusagen die Konzentrationsformen dieser Techniken technisch begründen müssen. Es ist ja nicht so, dass die Geschichte des Kapitalismus frei ist von Konzentrationsformen. Denken Sie an die Konzentrationsformen der Kohleverarbeitenden Industrie
und all dieser Dinge. Das waren ganz ähnliche Formen, wo man sagen muss, dass die Leittechnik eigentlich dazu geführt hat, dass Kapital sich an bestimmten Stellen konzentriert hat. Heute stellt sich diese Kapitalkonzentration als etwas dar, das völlig neue Formen daran stellt, wie so etwas wie ökonomischer Erfolg eigentlich auf eine Art von materiellem Substrat zurückgeführt werden kann. Nur die klassischen, inzwischen klassischen, reinen Digitalökonomien müssen völlig neu gedacht werden, was Formen von Besitz angeht, was die Frage des Ursprungs von Wertschöpfung angeht. Und fast alle Theorien, die wir aus dem 19. Jahrhundert über den Kapitalismus kennen und die Entwicklung der Produktivkräfte, die auch eine materielle Dimension hat, muss hier neu gedacht werden. Starke Erhitzung letztlich einer Diskussion, die, was die Kontrolle dieser Geschichten angeht, hinter den Entwicklungen herläuft. Das gilt auch für die Eigendynamik von Informationswegen, weil wir in der modernen Gesellschaft ja durch eine Ausdifferenzierung des Mediensystems Gatekeeper-Funktionen in der öffentlichen Diskussion, in der öffentlichen Kommunikation eingerichtet haben, die in dieser Form durch das technische Substrat nicht mehr funktioniert. Und es gibt eine neue Beobachterposition bei der Verarbeitung von zugänglichen Daten. Ich nenne das beim Zuschauen. Das ist eigentlich das, was wir in den sozialen Medien machen. Permanent dabei beobachten, wie andere beobachten und das wieder beobachten und damit sozusagen Dynamiken entfalten, die ganz anders funktionieren als die Funktionen, die wir noch kennen, wenn es um die öffentliche Kommunikation geht, wie Soziologen das normalerweise beschreiben. Ich will am Schluss des Vortrags einen Hinweis geben, was man mit so einer Theorie anfangen kann, wenn man sich mit einem konkreten Fall beschäftigt. Die Datenschutzgrundverordnung ist so ein schönes Beispiel. Die Datenschutzgrundverordnung dient dazu, die informationelle Selbstbestimmung, es ist eine inzwischen rechtlich abgesicherte Formulierung in Deutschland, sichern zu wollen. Also ich komme noch aus einer Generation, in der man noch gegen die Volkszählung demonstriert hat, was ja irgendwie ziemlich witzig ist, weil wenn Sie heute über den Bahnhof laufen, hinterlassen Sie eigentlich mehr Daten, als die Volkszählung über das ganze Land produziert hat. Aber das Thema ist offenbar ein relevantes Thema. Und dann kann man feststellen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, informationelle Selbstbestimmung überhaupt als Konzept zu denken, weil die Information nicht in den Daten liegt, sondern im Beobachter der Daten. Und insofern können Sie die Daten, die durch Ihre Praktiken ohnehin anfallen, gar nicht selbst bestimmen. Also Sie können vielleicht bestimmen, wie viele Ihrer Daten weitergegeben werden, aber Sie können letztlich informationell schon aus kategorialen Gründen nicht selbstbestimmt sein. Das kann man für eine intellektuelle Spitzfindigkeit halten. Ich glaube, es ist mehr. Es ist tatsächlich sozusagen eine Beschreibung der Anschlussketten von Informationen, die durch eine Technik ermöglicht wird, die selbst unsere Begriffe, die wir rechtlich dafür verwenden, ad absurdum führt. Interessant ist daran übrigens auch, dass die Technik als Technik funktioniert. Sie haben bestimmt alle schon mal, wenn Sie eine App gekauft haben, so einen Haken gemacht, dass Sie allem zustimmen. Oder ein Papier unterschrieben, wenn Sie in irgendwelchen Datensätzen auftauchen sollen. Das ist technisierte Kommunikation, die befreit von Konsenszwängen. Sie müssen viel Handlungshemmung einbauen, wenn Sie das nicht ausfüllen oder den Haken nicht machen, dann kriegen Sie die App nicht oder Sie werden nicht in einen Datensatz aufgenommen. Aber wir sind inzwischen so daran gewöhnt, dass wir das tun, dass das auch eine technisierte Form der Kommunikation ist, die quasi ritualisiert ist und durch die Ritualisierung letztlich zur Persistierung einer funktionierenden Technik beiträgt. Man kann das jetzt mit kritischer Attitüde beschreiben, man kann es auch nur mit beschreibender Attitüde beschreiben und feststellen, dass die Kategorien ganz offensichtlich durcheinander geraten. Ich war sehr unpathetisch beim Vortrag, das muss ich zugeben. Deshalb schließe ich mit einem pathetischen Satz, damit dies wenigstens auch noch geleistet wird, nämlich: Der Ausgang ist offen. Ob es Freiheitsgewinn oder Zivilisationsverlust ist, das werden wir dann mal sehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Armin Nassei, für diesen sehr klaren Vortrag. Ich möchte ganz zu Beginn
mit der ganz relevanten Frage beginnen, die Sie nur angeschnitten haben im Vortrag, bevor ich dann gerne über das Kontinuum der Moderne, das Sie eigentlich beschreiben und nicht unterscheiden zwischen einer Moderne oder einer Postmoderne, dass Sie sagen, alles ist angelegt, dass wir da dazu sprechen. Ich glaube, Sie sind teilweise, wenn ich richtig informiert bin, in Gelsenkirchen aufgewachsen, sind aber seit über 20 Jahren in München, wo Sie lehren. Sie haben quasi eine, ich weiß nicht, ob man das so nennen darf, eine Grundkodierung schon angesprochen zwischen Schalke und Bayern. Ich habe das nicht so ganz richtig verstanden, sehr auf welcher binär Seite Sie jetzt da sind. Sind Sie da bei München schon oder noch in Gelsenkirchen? Mein Sohn ist Bayern-München-Fan, das ist fast ein Grund für einen Vaterschaftstest. Okay. Verstehe. Gut. Führt das zur Stabilität oder zu Instabilität? Führt das zu Stabilität oder eher Instabilität in der Familie? Wir kommen damit klar. Okay, gut. Das ist ja für mich bei der Lektüre und auch jetzt beim Zuhören des Vortrags das Erstaunlichste, weil auch quasi kontraintuitivste, wie Sie es selbst nennen, in Ihrem Buch, dass quasi die Digitalität, nicht die Digitalisierung, sondern die Digitalität tatsächlich auf stabile Funktionssysteme in der Moderne verweist, dass sie sie quasi kenntlich macht. Das ist etwas, was wir erst einmal nicht erwarten würden. Ich habe es schon in der Einleitung versucht, kurz zu skizzieren. Wir besprechen das meistens in anderen, auf andere Art und Weise. Digitalisierung ist dann oder Digitalität ähnlich zu kodierten Funktionssystemen, die sich in der Moderne herausbilden. Digitalisierung entsteht mit der Moderne. Jetzt ist die Frage, ob man da eine neue Unterscheidung einziehen kann zwischen Funktionssystemen, die quasi ähnlich sind zu Digitalität und Netzwerken, die wieder mal was anderes machen. Lösen die Netzwerke, die Funktionseliten, Entschuldigung, die Funktionssysteme quasi ab und bringt das nochmal eine neue Qualität, die wir noch nicht absehen? Also ich würde gerne eine kleine Korrektur einführen. Ja. Ich behaupte nirgendwo, dass die Funktionssysteme stabil sind. Das wäre ja auch eine merkwürdige Diagnose. Sondern was ich behaupte, das ist tatsächlich, dass die sozusagen Grundkodierung der Funktionssysteme, das ist ultrastabil. Also um es an Beispielen festzumachen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Ökonomisches zu tun. Also die Formenvielfalt ist riesengroß. Wenn wir die Geschichte des Kapitalismus uns angucken, gab es da unendlich viele Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu tun. Und diese unendlich vielen Möglichkeiten, diese Vielfalt ist das Ergebnis einer Einfalt, nämlich dass die Grundkodierung des Ökonomischen am Ende immer ist, dass es sich ökonomisch rechnen muss. Man kann aus den besten Motiven was Ökonomisches tun, auch aus den bösesten Motiven etwas Ökonomisches tun. Ökonomisch weiterhandeln kann ich nur, wenn ich weiterhin zahlungsfähig bin. Das Gleiche gilt für politische Formen. Das politische System ist alles andere als stabil, aber die Grundkodierung des politischen Systems, die ist ultrastabil. Also ob Sie die Macht haben oder nicht haben, ob Sie sie bekommen können oder nicht bekommen können, ob sie in Gefahr ist oder nicht, wie auch immer sie sie erreichen, das ist sozusagen eigentlich unhintergehbar. Und auch wissenschaftliche Aussagen müssen am Ende nicht, die sind nicht wahr oder unwahr, aber sie werden so behandelt, wie sie Wahrheitsfragen sind, sonst sind es keine wissenschaftlichen Aussagen. Und das ist ja das Spannende, das würde ich ja sagen, wenn ich die Formulierung so sage, eine Analogie zum Digitalen. Die Analogie besteht nämlich darin, dass es kein Zufall ist, dass in der modernen Gesellschaft diese Funktionssysteme ultrastabil über binäre Kodierungen beschrieben werden, die dann aber unglaublich viele Formen ermöglichen. Deshalb ist diese Gesellschaft ja auch so, ja, also kaum festzuhalten. Ja, es ist ja, die Lösung ist sofort ein neues Problem. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht hinter diese Geschichten zurück. Wir kennen die Geschichte der Moderne als eine Geschichte des Versuchs der politischen Kontrolle des Ökonomischen. Wir kennen die Moderne als den Versuch einer wissenschaftlichen Aufklärung des Politischen. Wir kennen die Moderne als den ökonomischen Versuch, über den Wettbewerb die besten Möglichkeiten hinzukriegen. Nichts davon gelingt endgültig. Aber das gehört zur Struktur einer Moderne, die sozusagen, und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, die natürlich auf der Basis dieser Stabilitäten immer neue Netzwerkstrukturen, immer neue Lösungen lokaler Natur, globaler Natur, kleiner Natur und großer Natur produziert. Und das erscheint uns als geradezu strukturlos. Aber wenn man genau hinguckt, dann ist es strukturierter, als wir denken. Das gilt übrigens auch für kulturelle Constraints. Also wir würden ja heute sagen, Kulturelles löst sich eigentlich auf. Also da lohnt es sich übrigens bei Historikern mal genauer nachzugucken. Gerade wir in Europa, wir sind so unglaublich tief drin in langfristigen kulturellen
also Codierungen würde ich das jetzt nicht nennen, aber Constraints, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, also Formen, die sich perpetuieren gegen die Intentionen derer, die da etwas tun, dass man sich wundern kann. Deshalb heißt das Buch ja auch Muster, weil wir sagen können, es gibt bestimmte Muster, die sind wirklich ziemlich stabil, und weil sie so stabil sind, ist diese Gesellschaft so volatil. Also Sie würden mich falsch zusammenfassen, wenn ich sagen würde, die Funktionssysteme sind stabil. Man muss ja nur mal hingucken. Das politische System der Weltgesellschaft ist alles, aber nicht stabil. Mhm. Aber der Mechanismus des Politischen, der Machtmechanismus, der ist relativ stabil. Ich habe, glaube ich, ein kleines Tonproblem. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hören uns nur vorne raus und haben nichts auf den Monitoren oder fast nichts. Deswegen müssen wir ständig ein bisschen gucken, uns angucken, was wir genau sagen, was Lippen lesen. Könnt ihr uns ein bisschen mehr auf die Monitore geben? Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen mehr. Würden Sie dann, das ist nur mal eine Verständnisfrage jetzt tatsächlich, nicht sagen, dass in dem Moment, wo die Netzwerke quasi wichtiger werden, also wo die, Sie nennen es ja auch die brutal einfache Grundkodierung von Funktionssystemen, ja, dass die quasi außer Kraft gesetzt wird in den Netzwerken, die natürlich immer mehr zulassen als wahr oder falsch oder effizient oder nicht effizient, die immer mehreres gleichzeitig zulassen, dass das quasi den, ich würde sagen, Dirk Becker würde vielleicht sagen, dass ein Grundkonzept der Moderne langsam aushebelt oder ablöst sogar, oder ist das immer quasi intrinsisch miteinander verbunden? Also da bin ich mit Dirk Becker nicht einer Meinung, wobei er selber, wenn man genau hinguckt, auch viel, viel vorsichtiger ist, ob er wirklich sagen würde, das mit der funktionalen Differenzierung ist vorbei, sondern also es gibt einen Amerikaner, Harrison White, Netzwerktheoretiker, der würde beschreiben, es ist doch ganz interessant, er hat selber in der Ökonomie das beschrieben, wie nehmen eigentlich ökonomisch Handelnde das ökonomische System wahr. Und sie machen das im Prinzip mit einer Netzwerkstruktur. Sie gucken sich an, wo eigentlich bestimmte Strukturen sind und docken sich dann daran an. Und die Geschichte der Moderne ist im Prinzip so eine Netzwerkstruktur. Wir versuchen doch, das alte sozialdemokratische Modell durch politische Kontrolle einen dynamischen Kapitalismus zu ermöglichen, der in der Lage ist, große Teile der Bevölkerung zu versorgen. Das passiert ja nicht durch die Isolierung von, wie soll man sagen, funktionssystemischen Kodierungen, sondern durch politische Programme, die natürlich Netzwerkstrukturen haben, die selbstverständlich über diese Grenzen hinaus kommunizieren wollen. Ich bin ein Wissenschaftler und ich möchte gerne sozusagen gehört werden von Leuten, die in anderen Funktionssystemen etwas machen. Gelingt manchmal auch. Das Spannende ist, wenn man dann erlebt, dass die anderen keine wissenschaftlichen Probleme lösen müssen, sondern politische oder ökonomische oder religiöse oder was auch immer. Und das ist eigentlich die interessante Netzwerkstruktur. Heute haben wir natürlich eine Form, bei der wir sagen müssen, dass die Digitalisierung durch die Datensätze, die wir haben und durch die Rekombinationsfähigkeit von zumindest potenzieller Informationsdichte dazu führt, dass unglaublich viele Vernetzungsmöglichkeiten, ich habe es ja genannt, Konnektivitäten stattfinden, die am Ende aber wieder auf die Brutalität dieser Formen zurückgeführt werden. Und das, da würde ich auch nicht mit mir verhandeln lassen. Ich glaube, dass das auch eine wirklich vielleicht die radikalste Diagnose der Moderne überhaupt ist. Ich benutze den Begriff der Brutalität ja nicht umsonst, weil das sozusagen in einer Weise brutal ist, dass es ein Factum Brutum ist. Ja, also es ist sozusagen die unhintergehbare Basis dessen, was wir da versuchen. Wie gesagt, ich wiederhole den Satz, jeder, der schon mal versucht hat, ökonomisch etwas zu tun oder politisch etwas zu tun, wird auf diese Grundkodierung zurückgeworfen, auch in diesen Netzwerken. Und das ist eigentlich das, also Bestechung ist ein ganz tolles Netzwerk. Ne? Wenn man nicht zum Beispiel jemanden dazu bestechen möchte, ein bestimmtes politische Entscheidung zu treffen, dann kann ich das natürlich mit Geld machen, aber ich kann mir das nicht quasi per Geld kaufen, sondern der Bestochene muss das innerhalb seines Systems mithilfe dieser Logik machen. Der kann nicht ins Parlament gehen und sagen, ich habe 100.000 Euro dafür bekommen, dass wir das jetzt mal machen, ich teile das mit euch. Der kann das machen, aber der kann das nicht sagen. Und Sie können als Wissenschaftler auch nicht hingehen und sagen, in die Fußnote, diese Fußnote wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz, deshalb ist das Argument so und so. Sie können sich aber von Mercedes-Benz bestechen lassen. Leider hat noch keiner angerufen. Das ist ein sehr schönes Beispiel. In der Schweiz wird es anders gehandhabt. Da können Sie Bestechungen absetzen als Firmen. Steuerlich. Aber das ist ja eine rein ökonomische Transaktion. Sie können, also das sind Betriebskosten. Ne? Genau. Und das, wenn das als Betriebskosten funktioniert, geht das natürlich. Aber im politischen System können Sie das trotzdem nicht kommunizieren. Also auch nicht in der Schweiz, oder?
Bin da schon länger nicht mehr, vielleicht hat sich was geändert, aber ich gehe mal davon aus. Also ich fahre morgen hin, ich sage Ihnen dann Bescheid. Genau, fragen Sie mal nach, wie das da genau ist mit den Bestechungen. Ich möchte noch ein bisschen beim Gedanken der Stabilität kontra der Instabilität bleiben, weil ich das so spannend finde und wie gesagt auch sehr überraschend. Ich versuche es nochmal mit einem Beispiel oder vielleicht gleich mit mehreren Beispielen, die manche Leute heute als Ausdruck der Instabilität empfinden, andere vielleicht nicht. Wie würden Sie das angucken? Reden wir mal über die Zunahme von Gerechtigkeit, Inklusion, Teilhabe, Geschlechtergleichheit. Das wird von vielen als Instabilität empfunden, weil der Kreis derer, die mitreden, quasi beständig wächst und die Spielregeln des Gesprächs müssen quasi neu verhandelt werden. Das ist sehr anstrengend manchmal, wenn der Diskurs quasi seine Regeln, seine Spielregeln endet. Das ist eine Form von Instabilität. Die Bildungsoffensive kommt quasi fast nochmal an ein zweites Ende, könnte man denken. Man kann auch über Postkolonialismus sprechen, über Restitutionsdebatten in den deutschen Museen, über die MeToo-Debatte und so weiter, über reine Männerrunden, die uns ein bisschen mehr auffallen als noch vor 10 Jahren, wie heute Abend zum Beispiel. Spricht das für die Stabilität des aufklärerischen Freiheitsversprechens zum einen oder für die Instabilität der Funktionseliten? Beides. Also das ist doch gerade das Spannende, das war die ganzen Debatten, die Sie gerade genannt haben, die stehen ja in einer bestimmten Form von Tradition. Und ich will jetzt gar nicht die Tradition stark machen, sondern es ist ganz interessant, dass wir das sozusagen immer nur in der Dialektik von, man könnte sagen, Bewegung und Stillstand oder Struktur und Prozess beobachten können, sonst wird uns das ja gar nicht auffallen. Also bestimmte normative Formen, die übrigens auch in ihrer negativen Form funktionieren. Ja? Also wer heute explizit behauptet, es gibt eine prinzipielle Ungleichheit zwischen den Menschen, der muss das ja nur behaupten, weil es ganz offensichtlich im Horizont von Gleichheitsversprechen passiert. In früheren Gesellschaften muss man das gar nicht behaupten, da sah man das, dass das ungleiche Menschen sind. Das war ganz klar, dass ein Bauer als Bauer nicht so viel Mensch ist oder nicht so ein Mensch ist, wie ein Bürger als Bürger ist. Und sozusagen die Dementierung selber weist ja auf Stabilität hin. Und mir geht es jetzt gar nicht um diese Stabilität. Mir geht es eigentlich um die Stabilität von bestimmten Mustern. Und das ist eigentlich die Geschäftsgrundlage der Soziologie. Was macht eigentlich diese empirische Sozialforschung? Sie schaut sich an, dass manche Formen, selbst wenn man sie intentional überwinden will, offensichtlich stabiler sind, als wir so denken. Also ich forsche empirisch viel über Medizinsoziologie. Ja? Also die Frage, Sie haben es ja vorhin genannt, Palliativstationen, multiprofessionelle Teams in Krankenhäusern und so weiter. Da haben wir überall mit Leuten zu tun, die individuell entscheiden. Aber gleichzeitig haben wir es mit Mustern zu tun, in denen diese Leute sich bewegen und nicht aus Zufall das tun, was sie tun. Und die Digitalisierung, um diesen Bogen zu spannen, das ist jetzt nicht unmittelbar von diesem Beispiel her gesehen, aber die nutzt ja geradezu die Berechenbarkeit von bestimmten Strukturen, um daraus bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Und die empirische Sozialforschung war immer demütigend für die Leute, immer demütigend in der Art und Weise, dass man sich eben nicht vorstellen konnte, dass unser Verhalten so langweilig ist, wie man es sich wirklich vorstellt. Wenn ich an mich selber denke, ich habe es in vielen Vorträgen damit begonnen zum Teil, ja, zu sagen, also nicht aus Gründen, weil ich mich selber so toll finde, sondern weil das so wahnsinnig langweilig ist. Mein Musikgeschmack, meine ästhetischen Vorlieben, die Art und Weise, wie ich lebe, die Art und Weise, was ich sozialmoralisch für richtig halte und so weiter und so weiter. Mein Kleidungsstil, mein Redestil, weiß der Henker was, ja? Das ist alles, also was heißt alles? Es ist nicht determiniert. Aber wenn man das als Wahrscheinlichkeitsbeziehung beschreibt, wird man sagen, eine viel langweiligere Existenz als mich gibt es nicht. Und es ist keine Koketterie, wirklich keine Koketterie. Sie kennen mich noch nicht gut genug. Und das Spannende ist eigentlich... Ich habe das Buch gelesen, Sie schreiben da von Ihrem Wagen und so. Wir können da gleich nochmal drüber sprechen. Also ich kann es ja jetzt mal bekennen, eine Mercedes E-Klasse, das ist sozusagen der ältere, übergewichtige deutsche Mann fährt eine E-Klasse. Da kenne ich mich wirklich zu wenig aus. Untermotorisiert. Ich möchte aber gerne über Musik reden mit Ihnen. Das ist, fand ich, vielleicht dann auch über die Demütigung, wie Sie es dann nennen, oder Kränkung zum Teil auch im Buch, dieser Voraussehbarkeit, die man da als Individuum quasi erleiden muss, im Anblick dieser eben digitalen Muster, die Sie beschreiben. Und Sie sprechen da über Ihren Musikkonsum. Sie sprechen über Bach. Sie sprechen, was quasi Ihnen Ähnliches vorgeschlagen wird, dass Sie ganz tolle Sachen entdeckt haben, dank
quasi dieser vergleichenden Algorithmen bei Spotify oder auch anderen Streaming-Diensten und so weiter und haben da offenbar beglückende Erfahrungen gemacht, die natürlich genau mit diesen Mustern zu tun haben, obwohl sie es dann doch ein bisschen blöd fanden, dass sie eben so voraussehbar offenbar sind. Meine Frage ist jetzt, liegt das vielleicht einfach an Bach, weil Bach so ein außergewöhnlich mathematischer quasi Komponist war, den man so, weil ich mache ganz andere Erfahrungen irgendwie bei Musikstreaming. Also Sie, um es deutlicher zu sagen, also was ich hier ja beschreibe, das sind diese Formen, dass man sozusagen mit Computertechnik versucht hat, das Konstruktionsprinzip von Bachscher Musik zu entdecken, und dann hat man den Apparat selber Bachsche Musik machen lassen, und wenn man kein zu guter Kenner ist, hört sich das an wie Bach. Und das geht auch mit anderer Musik, es geht nicht nur Bach, der ist natürlich sehr mathematisch, das hat man auch mit anderen Sachen versucht, und das ist ja eigentlich eine technisch relativ banale Form. Viel interessanter wäre ja an dieser Frage, dass selbst die ästhetischen Formen, wie wir sie kennen, und das ist ja eigentlich die Demütigung, vergleichsweise berechenbar sind. Und wenn wir jetzt sozusagen mit berechenbar meine ich nicht, dass sie nicht ästhetisch einen Wert haben, klar, sondern der Soziologe guckt natürlich dahin und sagt, das ist immer wieder erstaunlich, dass wir feststellen, dass die Regelmäßigkeiten größer sind als die Beliebigkeiten. Also Kontingenz nennen wir das. Die Dinge sind sozusagen nicht zufällig, so wie sie sind, aber sie könnten auch ganz anders sein. Und nur weil sie anders sein könnten, ist die Regelmäßigkeit sowas Interessantes. Darf ich ein Beispiel aus der empirischen Bitte. Sozialforschung nennen? Zurzeit wird wahnsinnig viel über Gender Studies diskutiert. Ne? Und man könnte jetzt auf den ersten Blick sagen, Sie haben das ja eigentlich angedeutet, das weist auf eine große Disruption hin. Auf einmal entdeckt man, dass auch Frauen Menschen sind. Was jetzt nicht als Witz aufzufassen ist, sondern das war eine relativ späte Erfindung in der Menschheitsgeschichte, auch Frauen wirklich als Subjekte, als zurechnungsfähige Subjekte anzusehen. Also in der Schweiz, wenn wir etwa an das Wahlrecht denken, das relativ spät kam, wenn ich das mit der Schweiz mal zurückgeben darf. 1971. Und, bitte? 1971. 71, immerhin. Also was ich damit sagen will, ist, es ist doch ganz interessant, dass sozusagen dort die Intention da ist, zu beschreiben, dass alles anders sein könnte. Und dann stoßen die Gender Studies und die Genderforschung interessanterweise auf die Persistenz von Verhaltensweisen und Praktiken, die ganz offensichtlich traditioneller sind als die Intentionen derer, die sich da verhalten. Das ist doch eigentlich eine spannende Frage. Also für mich ist an den Gender Studies genau das interessant, dass man sagen kann, es gibt die großen, auch normativen Intuitionen und Intentionen zu sagen, das müsste alles nicht so sein. Und dann gucken wir uns die konkreten Praktiken an und stellen fest, dass Männer, die auch anders reden, oder sagen wir mal so, dass sie anders reden, als sie sich verhalten. Und das ist eigentlich das, was sozusagen der Impetus des Soziologen ist. Ja, es geht mir nicht darum zu sagen, dass sich nichts ändert. Es ändert sich wahnsinnig viel. Ich weise nur darauf hin, dass diese Gesellschaft tatsächlich eine digitale Gesellschaft ist. Das heißt, dass wir ihre Struktur eigentlich nur mit Hilfe einer Form von Beobachtung verstehen können, die sich genau für solche Muster interessiert, und das macht die Digitaltechnik. Ich glaube, an dem Beispiel wird es relativ deutlich, und Sie können das bei all den anderen neuralgischen Themen, die wir ja zurzeit in der Öffentlichkeit diskutieren, auch machen. Also unser Verhalten ist rassistischer als unser Reden. Auch der Wohlmeinenden, auch von uns, wenn ich das mal so jetzt inklusiv sagen darf. Warum eigentlich? Weil das sozusagen doch offensichtlich Strukturen sind, die wir schwerer rauskriegen, als man denkt. Der Referenzautor für diese Dinge ist Pierre Bourdieu, der das wahrscheinlich am allerbesten beschreibt, der übrigens auch für diejenigen, die Dinge beschreibt. Also am besten finde ich bei Bourdieu diese Idee der scholastischen Vernunft, wo man sagen kann, der Intellektuelle, der den ganzen Tag eigentlich am Schreibtisch sitzt und ein leeres Blatt Papier vollschreibt, der kann sich eine Welt selber konstruieren. Ja? Und er denkt, dass er sie damit erschafft, und ist dann ganz erstaunt, dass die anderen ganz andere Präferenzen haben, und stellt dann also fest, dass er eigentlich selber genau das Gleiche macht wie die anderen, nämlich nach ihrer jeweiligen Klassenlage sich zu verhalten. Das ist doch eigentlich ganz spannend. So, jetzt komme ich nochmal wieder zur Digitalisierung zurück. Meine banale These, ja, lautet ja eigentlich nur, der Gegenstand der Digitalisierung ist diese Form der Musterhaftigkeit der Gesellschaft. Und was in dem Buch viel weniger vorkommt, als es vorkommen könnte, dafür müsste man noch eins schreiben, das wäre dann die Frage, was machen wir dann eigentlich damit? Also das hat ja dann wieder Folgen im Hinblick auf bestimmtes Handeln. Das heißt, das Handeln selber
rechnet inzwischen damit, dass wir das Verhalten der Menschen dadurch verändern können, dass wir es berechnen können oder dass die Leute sich selber berechnend beobachten. Ja, also wir haben Apparate in der Hand, die uns genau sagen, wie viel Bewegungsprofil wir heute schon hatten, wie viel wir das haben, wie viel wir das haben, wie viel Konnektivität da war. Und das kann sich dann auf das Verhalten selber wieder auswirken. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist eine Lösung und die Lösung wird zu einem Problem. Und dafür wird es wieder neue Lösungen geben. Das ist sozusagen die eigentlich ziemlich simple Idee. Sie machen das ja schon, wenn ich das richtig gelesen habe, am Schluss Ihres Buches, dass Sie quasi da ein paar Optionen oder Szenarien irgendwie aufzeichnen, wie die Digitalität da auch quasi, wie man in der Digitalität anders handeln könnte oder welche Lösungen da präsentiert werden können. Sie reden da über Klima zum Beispiel. Was mich aber noch interessiert, bevor ich nochmal auf die ganz großen Themen zurückkommen möchte, bevor wir das öffnen, hier ist die Frage, wo dann innerhalb dieser Musterhaftigkeit, die Sie jetzt eben innerhalb eines digitalen Paradigmas beschreiben, wo dann quasi so etwas wie Innovation oder Abweichung oder das Überraschende stattfindet. Meine Erfahrung bei Spotify ist nämlich eine ganz andere. Aber ich höre auch sehr wenig Klassik auf Spotify, das höre ich woanders. Ich höre Popmusik. Und Spotify ist sehr schlecht darin, mir ähnliche Sachen vorzuschlagen, weil Spotify einfach nicht checkt, was das Korn der Stimme bedeutet, was ein einziger komischer, versteckter das Sound irgendwo bedeutet in der Popmusik. Spotify geht von Tempi, Harmonien, was die anderen hören aus. Und das ist nicht das, was Popmusik ereignishaft macht, quasi überhaupt nicht. Das können die Algorithmen noch nicht. Vielleicht lernen sie es irgendwann, sie haben es noch nicht gelernt. Auch 15 Jahre nach ganz anderen Diensten wie Last.fm, die das auch schon probiert haben. Also sprich, mir fehlt da quasi das Überraschende, das Innovative, das einzigartige Moment, das eben gerade nicht musterhaft ist und mich zu diesem Genuss verführt. Und wo findet der statt? Also ich könnte jetzt viel über Popmusik sagen, das mache ich jetzt nicht, weil ich sehr weit ausholen müsste. Ich habe letztes Jahr ein Buch über 68 geschrieben, wo ich eine ganze Menge dazu versucht habe auch zu machen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich fange lieber bei Ihrem Gedanken des Überraschenden und der Abweichung an. Ich darf sozusagen als paradoxieverliebter Systemtheoretiker auf Paradoxien verweisen. Was ist eigentlich eine Abweichung? Eine Abweichung ist immer die Abweichung von einem Muster. Also wir kennen das aus der Diskussion über abweichendes Verhalten in der Kriminologie. Ne? Da hat man gesagt, das ist abweichendes Verhalten. Und dann stellt man fest, dass die Leute in ihren Peergroups, Jugendliche, wenn sie straffällig werden, alles andere machen als abweichendes Verhalten, sondern sie halten sich an den Code ihrer Gruppe und werden dann straffällig. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass schon die Idee der Abweichung eigentlich in diesem digitalen Paradigma stattfindet. Und das ist ja genau das Geschäftsmodell, dass man mit genau dieser, Detektieren von Mustern eigentlich produzieren kann. Man guckt sich bestimmte Muster an und dann fragt man nach möglichen Abweichungen. Wie kriege ich Leute dazu, im ökonomischen Bereich etwas zu kaufen, worauf sie selber niemals gekommen wären? Wie bekomme ich Leute dazu, etwas zu wählen, worauf sie niemals gekommen wären? Wie bekomme ich Leute dazu, etwas zu tun, worauf sie niemals gekommen wären? Im medizinischen Bereich spielt es eine immer größere Rolle, wie wir eigentlich Verhaltensdispositionen verändern. Also Wissen ist eigentlich der schlechteste Prädiktor für Verhaltensänderung, ja. Also ich meine, ich kann es auch nochmal. Ich bin für mein Gewicht zu klein, ja. Und ich weiß genau, wie man das ändern kann, das Verhältnis. Aber es gelingt nicht. Und das Wissen ist es nicht, sondern die interessante Frage wäre sozusagen Formen zu finden, wie man, wie soll man sagen, über Umwege Abweichungen in den Alltag einbauen kann, in denen die Verhaltensänderung stattfindet. Und genau diese Muster, die werden aus solchen Datensätzen gewonnen. Die medizinische Forschung ist zurzeit voll davon, genau so etwas zu machen. Und die Wahlkämpfe sind auch voll davon. Abweichung ist eine ganz tolle Geschichte, wenn sie in einem Maß passiert, in dem das Muster noch sichtbar wird. Und das muss man sich klar machen. Schon begrifflich ist Abweichung eine paradoxe Form, weil sie eine Stabilität voraussetzt, wie das abweichende Verhalten in der Kriminologie. Also ich weiß, das ist wahnsinnig langweilig. Das wäre viel besser, wenn man hingehen würde und sagen würde, Mensch, also diese ganze Scheißgesellschaft, die ist ja so irgendwie so stabil und lass uns doch mal leben, wie wir wollen. Ja, und das ist ja der Impetus, mit dem wir unglaublich viele Dinge machen. Und dann stellen wir fest, dass alle möglichen Alternativen, ja, das ist ja auch eine Abweichung, spannenderweise die Fehler der Gesellschaft wiederholen. Also in den 70er Jahren gab es Versuche, alternative Ökonomien
Und die haben auch eine Zeit lang funktioniert. Als es zu Krisen kam, waren das zum Teil hierarchischere Organisationen als die, die vorher organisiert worden sind, weil man sozusagen in den Krisensituationen an einen Modus kam, in dem diese Intention nicht mehr funktioniert hat, sondern man über den nächsten Tag kommen musste und dann sich bestimmte Muster durchgesetzt haben. Meistens waren es die Kerle, die am lautesten waren, nicht die am schlauesten waren. Ja? Und also wie im richtigen Leben. Sie schreiben sehr interessante Dinge, finde ich, im Buch, auch über die Kontinuität der Überwachung in der Moderne bis heute zu diesen Diskursen, die wir heute darüber führen, und auch über den Begriff der Privatheit, die ja nie so rein war, wie wir uns das gerne vorstellen, wenn wir über Überwachung sprechen. Ich möchte da Sie nochmal zum Schluss fragen, bevor wir es öffnen, welche Rolle spielt da quasi der Faktor Zeit darin? Weil das scheint mir zumindest, der sich mit aktuellen Überwachungsdiskursen vielleicht stärker beschäftigt als mit dem 19. Jahrhundert, doch der relevante Punkt zu sein, dass heute quasi die Beziehung zum Überwacher oder zu den Überwachenden quasi eine sehr kontinuierliche ist, aus der es quasi kein Ausbrechen oder fast keine Unterbrechung gibt, wohingegen, was Sie beschreiben vom 19. Jahrhundert, sei es dann die Post oder die Stadtplanung oder die Polizei oder wie man da alles noch, oder auch die Familie im Salon, wer überwacht, wer wann was liest und so weiter, das ist alles auch da, aber das sind temporäre Dispositive, könnte man sagen, und heute tendiert das zu einer Kontinuität, zu einem Nicht-Abbrechen, die ich finde, eine neue Qualität irgendwie quasi zur Schau stellt, und ich weiß nicht, macht das einen qualitativen Unterschied, und was würden Sie dazu sagen? Also es macht natürlich einen qualitativen Unterschied, also Dirk Beckers schöner Begriff vom Kontrollüberschuss, ja. Der ist sozusagen sowohl, also wie soll man sagen, also Realität und Vorstellung. Ne? Also wir haben natürlich Angst davor, dass diese Dinge uns sehr stark kontrollieren. Die Daten fallen zumindest an und man kann eine ganze Menge damit machen, wenn man das politisch entsprechend organisiert. Mhm. Man muss nur an China denken, dann kann man damit mehr machen, als wir uns überhaupt vorstellen können. Das heißt, es gibt diese Sorge um den Kontrollüberschuss. Was mich interessiert in dem Diskurs ist, das ist sehr oft in solchen Diagnosen, die negativer Natur sind, dass man dann denkt, dass man etwas retten muss, was es in der Form nie gegeben hat. Und Sie haben gerade mehrere Instanzen genannt, die kontrolliert haben. Die wichtigste haben Sie nicht genannt. In der bürgerlichen Gesellschaft war das der wichtigste Kontrollalgorithmus das Gewissen. Das Gewissen ist die Kontrollinstanz schlechthin. Also ich habe das im Vortrag, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, angedeutet. Wenn man die moderne Lebensform, die moderne bürgerliche Lebensform versucht zu beschreiben, die sozusagen über Abwesenheit von körperlicher Züchtigung und Fremdkontrolle zu Selbstkontrolle geht, dann ist der freie Mensch der, bei dem Wollen und Sollen in Einklang gebracht wird. Freiheit funktioniert immer dann, wenn die Freien das Richtige aus freien Stücken tun. Und das ist ja sehr voraussetzungsreich. Also wir sind alle durch die Foucault-Schule gegangen, wir sind alle durch diese Disziplinartechniken-Schule gegangen und haben das gelernt. Und heute stellen wir fest, dass vieles von dem, was als Gewissen funktioniert hat, womöglich jetzt in externalisierten Formen stattfindet, das heißt in der Bedrohung von Beobachtbarkeit, bei der wir gar keine Polizei brauchen, die Wohnungstür eintritt, ja, was ja geschützt ist, sondern über ganz andere Formen sozusagen mitläuft. Und da muss man jetzt nicht nur denken, dass irgendwelche Apparate, die wir haben, uns unmittelbar über die Kamera am Bildschirm oder über Mikrofone abhören, auch das ist alles denkbar, sondern schon die Verhaltensmuster, die wir kennen, da sind wir wieder bei den Mustern, aus wenig Informationen weiß man relativ viel. So, und schon haben wir es. Und diese Kontrolltechniken sind ja da. Es gibt Unternehmen, die mit ihr Geld damit verdienen, dass sie die Profile von Menschen, die sie im Netz hinterlassen, die Kreditwürdigkeit von Menschen messen können. Also ein viel stärkeres Eindringen in das eigene Gewissen geht nicht. Also wenn ich mit ihnen auf den sozialen Netzwerken befreundet bin, dann muss ich mich fragen, kann ich mir das leisten? Und es ist wirklich kein Witz, diese Frage, sondern diese Frage würde man wahrscheinlich stellen. Und sowas Ähnliches hat es im analogen Leben auch gegeben. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Vielen Dank. Ich interpretiere das jetzt mal so oder auch so. Es gibt zwei Mikrofone, glaube ich, oder nur eins. Ich sehe es nicht genau. Es gibt ein Mikrofon. Und ich werde jetzt ein bisschen geblendet und sehe nicht ganz genau, wer sich melden möchte, um eine Frage an Armin Lassay zu stellen. Eine Hand sehe ich bereits. Später gucken wir dann kurz auf Twitter. Eine zweite war da. Bitte. Ja, hallo. Mein Name ist Roberto Szymanowski und als
Medienwissenschaftler, der selbst mit digitalen Medien arbeitet oder über sie arbeitet, habe ich natürlich Ihren Vortrag mit großem Interesse gehört und auch Ihr Buch, das mir schon zugänglich war, mit großem Gewinn gelesen. Und vor allen Dingen mich erfreut an dem kühlen Blick des Systemtheoretikers jenseits all der Alarmismen der kulturwissenschaftlichen oder politisch-ökonomischen Studien des Digitalen. Allerdings höre ich ein bisschen Alarmismus auch bei Ihnen raus, obwohl Sie das nicht so benennen, aber Sie haben mehrmals gesagt, dass jede Problemlösung ein neues Problem mit sich bringt. Den Satz verstehe ich durchaus, denn wenn die Digitaltechnik der Gesellschaft dabei hilft, ihren Erkenntnisdrang oder Selbstbeobachtungsdrang zu erfüllen, kann das durchaus zu einem neuen Problem führen. Ich sehe das in der Überproduktion von Wissen zu einem Ausmaße, dass es ungesund für die Gesellschaft wird. Und ich denke, eine radikale Transparenz etwa wäre nicht gesund für das gesellschaftliche Zusammenleben. Und ein Referenzpunkt dafür wäre einer Ihrer berühmten Vorgänger, der Soziologe Georg Simmel, der das Geheimnis ja mal eine wichtige Errungenschaft der Menschheit als solche beschrieb. Nun, das ist ja nun gefährdet und mich würde interessieren, wie Sie das sehen, also ob Sie mehr zu dieser Problemlage sprechen können und das auch vielleicht philosophisch einordnen können, noch in einen anderen Referenztext von Simmel, zum Begriff und zur Tragödie der Kultur, wo er ja von der Eigenlogik der Technik spricht, der dann zukünftige Generationen sich nicht entziehen können. Und da kommt ja dann auch die Frage hin auf, ob wir die Technik wirklich einsetzen, weil wir als Gesellschaft sie brauchen, weil sie ein Problem von uns löst, oder ob die Technik ihre eigene Agenda hat, ja, Medium is the message, und dann gar nicht mehr unsere Probleme löst, sondern nur so tut, als würde sie unsere Probleme lösen und uns zu ihren Objekten macht. Ja, vielen Dank. Das sind mehrere spannende Aspekte. Also Alarmismus würde ich mir jetzt nicht nachsagen lassen, aber das haben Sie ja auch mehr sehr, sehr abgeschwächt formuliert. Aber jetzt ernsthaft geantwortet. Ich meine das mit dem Problem- und Lösungsrelation wirklich richtig ernst. Ich meine nicht Problem und Lösung im Sinne von, da gibt es ein Problem und da gibt es eine Lösung, sondern ich nehme das als methodisches Tool. Und das methodische Tool ist tatsächlich eines, das mir zeigen kann, dass eine Lösung schon wieder zum Bezugsproblem für etwas anderes werden kann. Also wenn Sie etwa der Buchdruck ist deshalb so eine tolle Referenz, weil man darüber sehr viel weiß und das aus der historischen Distanz sich angucken kann. Der Buchdruck hat echt tolle Probleme gelöst, er hat aber neue Bezugsprobleme produziert. Ich würde sagen, vieles von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, was das selbstkontrollierte Subjekt der westlichen Moderne angeht, ist das Ergebnis sozusagen des Problems, dass auf einmal jetzt jeder reden kann. Also jeder darf mitreden, also muss man kontrollieren, wie er redet. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und sowas Ähnliches erleben wir ja zurzeit auch. Die sozialen Medien, wie wir sie kennen, erfüllen ein Versprechen, das die Moderne immer gemacht hat, nämlich dass jeder und jede mitreden darf. Und jetzt tun das alle. Karl Schmidt wollte es noch verbieten. Naja gut, Karl Schmidt wollte es verbieten. Und Karl Schmidt wollte es deshalb verbieten, weil das im Horizont war. Ne? Vorher wäre man nie auf die Idee gekommen, das zu verbieten. 1917. Bitte? 1917. Naja, also das war im Horizont einer sozusagen antiaufklärerischen Philosophie bei Karl Schmidt. Und das ist ja gerade das Spannende daran, dass er sozusagen, also auch sozusagen seine, ich komme sofort darauf zurück, Karl Schmidts Form sozusagen, das Politische so einfach binär zu kodieren, das war schon ziemlich genial gedacht, aber er hat damit ein neues Problem produziert, er hat das nämlich ernst genommen. Ja? Also ernst genommen im Sinne von, er hat das nicht für eine Kodierung gehalten, sondern für einen, wie soll man sagen, also für eine, also theologisch gesprochen, für eine Substantiation einer Unterscheidung. Und das macht ein großes Problem aus. Das kann man vielleicht als katholischer Denker auch nur so machen. Aber was Sie gemeint haben, also es geht sozusagen darum, dass jede Lösung natürlich dazu führt, dass es zu Abweichungen kommt und dass man dann sozusagen Dinge wieder austarieren muss. Und das meine ich mit den Problemen. Wir erleben doch zurzeit, dass viele der Lösungen, die wir haben, zum Beispiel, dass alle mitreden können, Probleme produziert, die wir lösen müssen. Also Zeitungen, wenn man jetzt mal das ganz einfache Lösung nimmt, Zeitungen lösen das Problem, dass jeder mitreden darf, dadurch, dass man das Mitreden moderiert.
Eine sehr moderne Erscheinung, ja, das ist sozusagen gouvernantenhaft, lehrerhafte Form. Finden Sie das wirklich gelöst? Bitte? Finden Sie das wirklich gelöst in den Kommentarspalten der Zeitung? Ich wiederhole jetzt nochmal, Lösung heißt, dass man sich darauf einstellt, genau, mit den Folgen umzugehen. Lösung heißt nicht, das ist eine gute Lösung oder das ist eine schlechte Lösung. Also eine Lösung ist zum Beispiel, dass viele Zeitungen, also in ihren in ihrem Internetangebot bei den neuralgischen Themen, Flüchtlingsthemen zum Beispiel, erst gar keine Diskussionsforen eröffnen. Das kann man ja auch autoritär nennen, weil doch jetzt alle mitreden dürfen. Und das meine ich sozusagen damit, dass da sozusagen neue Probleme entstehen. Ich würde zum Beispiel schon sagen, ohne jeglichen Alarmismus, dass das Problem der Wertschöpfung im ökonomischen Bereich durch die Abkopplung sozusagen von jeglichem, soll man sagen, materiellen Substrat einige rechtliche Probleme produziert, für die wir Lösungen brauchen. Und Lösungen heißt jetzt wiederum Umgangsformen damit. Das meine ich eigentlich damit. Ihr Hinweis auf die Verselbstständigung der Technik, der ist sehr interessant. Und Sie haben die schöne Sentenz verwendet, wir als Gesellschaft würden da etwas tun. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn wir von wir als Gesellschaft reden. Ich würde da eher einen evolutionstheoretischen Ansatz wählen und sagen, interessant ist, dass die Eigendynamik der Gesellschaft ja ganz ähnlich eine Form von, was Simmel übrigens auch sehr entgegenkommt, eine Art von Eigendynamik entwickelt. Keine der Techniken, ich habe es im Vortrag gesagt, macht genau das, was diejenigen, die sie ersonnen haben, die sie eingerichtet haben, intendiert haben. Sondern es scheint sozusagen ein Eigenleben dieser Kulturerscheinungen zu geben. Und ich würde sagen, die Digitaltechnik ist das Beispiel schlechthin dafür. Und die Evolution hat sozusagen, Evolution würde ja immer nur heißen, mit bestimmten Abweichungen umzugehen und zu sagen, bestimmte Abweichungen werden zur Struktur, dass das zu einer Struktur führt, die, Jeanette, wir haben heute darüber lange diskutiert, womöglich auch anders hätte ausgehen können. Und die spannende Frage ist, was sind die Kriterien fürs anders ausgehen? Die Selbstbeschreibungen dieser Geschichten, Howard Rheingold hatte ich vorhin genannt, ne? Also die sozusagen eher positiv-normativen Beschreibungen, die in der Bay Area in den, wann war das, 80er Jahren gemacht worden sind, wo gesagt hat, wie Lyotard das ja auch beschrieben hat, wir machen alle Datenspeicher aus, jeder darf über alles verfügen, es darf jeder mitreden, also ist es Demokratie. Ein Soziologe hätte damals vielleicht auch schon gesagt, naja, wenn jeder mitreden darf und sagen darf, was er will, dann ist das mit dem Sollen ein Problem. Und schon kommt man in Strukturen rein, die normativ prima sind, aber echt total merkwürdige Folgen haben. Und so verläuft gesellschaftlicher Wandel. Hat eine weitere Frage schon auf der anderen Seite gerade? Ja, vielen Dank. Hallo, Rainer Reag vom Weizmann-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Vorneweg will ich mal schieben, dass ich mir gewünscht hätte, dass eine Fragende zuerst rangenommen worden wäre, aber als Publikum ist ja mal schwer, so strukturelle Probleme anzugeben. Vielleicht eine ironische Beschreibung dessen, was funktioniert. Aber zu meiner Frage. Der Begriff der Digitalisierung, das interessiert mich sehr, den habe ich, glaube ich, noch nicht so, wie Sie ihn verwendet haben, so gut greifen können, weil ich verstehe den manchmal als Datafizierung oder als Automatisierung, als Softwareisierung, Computerisierung, vielleicht ist es auch nur ein Sprachspiel der sozusagen geschichtslosen ankommenden Revolutionen, auf die man sich vorbereiten muss. Ich frage das deswegen, weil ich selber eher so aus der technischen Richtung komme und sozusagen die Technik fragt ja, welchen Zweck sie verfolgen soll quasi und dann geben wir ihr einen Zweck. Da mag das Ergebnis dann verschiedenerweise sein, aber die Technik kann ja immer auch anders und im Moment haben wir gerade irgendwie eine kapitalistisch organisierte Technikgestaltung und die Frage, für welches Problem die Digitalisierung eine Lösung ist, impliziert für mich eine Generalität, die selbst Teil des Narrativs der Digitalisierung ist. Und deswegen würde ich mir wünschen, da vielleicht noch mal ein paar Worte dazu zu verlieren. Danke für den inspirierenden Vortrag auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr gutes Argument. Also eine Frage ist ja nie ein Argument, aber Sie machen ja ein Argument in der Frage. Das ist eine sehr gute Frage, die ich auch gleich beantworte. Aber ich erlaube mir eine kleine Frechheit. Darf ich das? Also es ist doch es ist wahnsinnig erwartbar, dass irgendjemand aufsteht und sagt, es wäre doch viel besser gewesen, wenn man vorher die Fragen gehabt hätte, wo ich Ihnen am Anfang des Vortrags ja beschrieben habe, dass die Anordnung, wie wir sie haben, die Sie zunächst mal zum Schweigen verurteilt, eine funktionale Lösung für ein Bezugsproblem ist. Also, so funktioniert soziale Ordnung. Selbst die Kritik ist erwartbar.
Ja, und das finde ich, also das ist gar nicht dagegen gesagt. Sie haben ja vielleicht recht, ja. Also aus Ihrer Perspektive, aus meiner ist es so komfortabler gewesen. Aber es ist schon ganz spannend, dass diese Muster auch relativ stabil sind. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Also das waren ja zwei Fragen. Die eine Frage ist gewesen, was man unter der Digitalen jetzt eigentlich verstehen soll. Und das zweite ist, dass das vielleicht eine zu generelle Antwort ist. Ich fange mal mit dem ersten an. Also ich glaube schon, dass ich ziemlich deutlich gesagt habe, was ich darunter verstehe. Ich verstehe darunter tatsächlich zunächst einmal die Form, dass wir die, also eigentlich ist es eine sehr banale Unterscheidung zwischen analoger Sichtbarkeit und digitaler Übersetzung zur Sichtbarmachung von Strukturen, die man analog nicht sieht. Das ist zunächst mal das, womit ich beginne. Und dann würde ich schon sagen, das können Sie gerne, weil Sie sich da besser auskennen, korrigieren. Ich glaube schon, dass ich versucht habe, ganz angemessen die Form des digitalen Substrats, also des technischen Selbst, nochmal zu beschreiben, um es dann als eine Art von Metapher zu verwenden, bestimmte Formen dieser Gesellschaft zu beschreiben, nämlich die Dialektik von Einfalt und Vielfalt. Das ist sozusagen, darüber kann man jetzt noch ausführlich reden. Ich sage das jetzt mal so, wie ich das gemacht habe, damit ist das Problem noch nicht gelöst, aber das wäre gewissermaßen der Versuch. Das führt zum zweiten Teil Ihrer Frage, da haben Sie natürlich recht, das ist sehr, sehr allgemein. Und womöglich ist das, wie Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sozusagen bereits wieder Teil des Problems, weil man sozusagen dann ein allgemeines Narrativ setzt, wo sozusagen der Begriff selber in seiner Verdoppelung von etwas, wie ich das nennen würde, einen Gegenstand erzeugt, bei dem man empirisch womöglich genauer hingucken muss. Da würde ich Ihnen jetzt nicht nur aus taktischen Gründen zustimmen. Aber ich würde sozusagen auf Lektüre verweisen, weil ich schon glaube, dass ich zumindest in dem Buch, ich habe es wenigstens angedeutet, mit der Unterscheidung von erlebender und handelnder Technik auf etwas verweise, was diesen Digitalisierungsdiskurs in seiner Allgemeinheit ein bisschen in Frage stellt, weil ich denke, dass aus technischen Gründen da etwas völlig Neues passiert, was man mit dem klassischen Begriff der Technik womöglich nicht mehr beschreiben kann. Das habe ich, glaube ich, ein bisschen kurz gemacht im Vortrag. Also, wo sozusagen die Konsenszwänge und das Banale funktionieren, bei dem man nicht mehr genau hingucken muss, bei bestimmten Formen von Techniken nicht mehr funktionieren. Und das wird da schon angedeutet und in die Richtung muss man in der Tat weiterdenken. Ich denke, dass Sie da recht haben, dass das sozusagen einer der neuralgischen Punkte der Argumentation ist. Wir gucken kurz, ob es Fragen unter dem Hashtag gegeben hat, auf Twitter. Wahrscheinlich kurze Fragen, nehme ich mal an. Das Mikrofon bräuchte die Dame in der zweiten Reihe noch. Ah, das ist schon da. Okay, alles klar. Es gibt wieder einige Fragen aus unserer Twitter-Community. Die erste, was ist eigentlich mit den interaktiv-körperlich-kommunikativen notwendigen Reparaturen der komplex reduzierenden, funktionierenden Technik? Ist das der blinde Fleck der Systemtheorie? Ich dachte, jetzt kommen die einfachen Fragen, die kurzen. Sagen Sie das nochmal? Also jetzt ernsthaft. Das hatte ich mir schon gedacht. Was ist eigentlich mit den interaktiv-körperlich-kommunikativen notwendigen Reparaturen der komplex reduzierenden, funktionierenden Technik? Ist das der blinde Fleck der Systemtheorie? Würden Sie antworten, bitte? Ja. Also ich hoffe, dass ich die Frage verstanden habe, die natürlich eine gewisse Ironie enthält, das ist mir schon aufgefallen. Aber ich versuche das jetzt mal nicht ironisch zu nehmen, sondern wirklich ernsthaft. Und also gemeint ist natürlich, dass es auch noch eine andere Form von Kommunikation gibt, die sozusagen über anwesende Leute mediatisiert ist. Also so, was wir hier zum Beispiel gerade machen. Das ist jetzt auch natürlich eine sehr artifizielle Situation. Und der blinde Fleck ist es wahrscheinlich nicht, sondern es ist was anderes. Ich beschreibe in dem Buch an einer Stelle, die mir übrigens sehr wichtig ist, über die meisten Kommentatoren bis jetzt zumindest weggelesen haben. Das liegt natürlich an mir, das ist klar. Dass man sehr viel gerade über diese Diskussion der über Digitalisierung und künstliche Intelligenz, was ich hier überhaupt nicht angesprochen habe, weil man dazu noch viel mehr Zeit hätte brauchen müssen, über die menschliche und körperlich situierte Intelligenz lernen kann.
Und ich nehme das wirklich sehr, sehr ernst, diesen Gedanken. Dieser Gedanke bedeutet eigentlich, dass wir ja über die ganze Diskussion der Digitalisierung, das heißt der Formalisierung von Entscheidungstools oder über die Formalisierung, die mathematische Formalisierung von Urteilen, also als handelnde Technik, zu dem Ergebnis kommen, dass das Ganze eine paradoxale Form hat, weil sie irgendwo beginnen muss. Das hatte ich kurz erwähnt. Die paradoxale Form besteht eigentlich darin, das weiß jeder von uns selbst, dass wir mit dem Denken nie beginnen können, weil wir immer schon begonnen haben. Und das lässt sich eigentlich nur leiblich erklären. Das Gehirn, das wir mit uns herumtragen, müssen wir mit uns herumtragen, mit einem Leib, der übrigens endlich ist und der sozusagen in seiner Endlichkeit an einem bestimmten Ort situiert ist. Und deshalb beschrieben werden kann als etwas, das nicht wie ein vollständig determiniertes System, formallogisches System, letztlich repräsentiert werden kann. Wenn der Gedanke stimmt, und ich gehe mal davon aus, dass er stimmt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man aus der Kritik an künstlicher Intelligenz, die ja gar keine Kritik an der künstlichen Intelligenz ist, sondern an den merkwürdigen Erwartungen von Leuten, die über die künstliche Intelligenz reden, etwas über die begrenzten Perspektiven der menschlichen Intelligenz lernen kann, weswegen wir diese Unterscheidung nach wie vor brauchen, womit jetzt erwiesen ist, dass es zumindest nicht der blinde Fleck meiner Systemtheorie ist, aber etwas, worüber man dann weiter nachdenken muss. Ich gebe zu, dass diese sehr kurze Erklärung, die ich jetzt gemacht habe, womöglich nicht ganz transparent ist, aber da müssen Sie mir jetzt vertrauen. Ansonsten verweise ich auf Lektüre. Es gibt bestimmt noch eine weitere Frage auf Twitter, ne? Das war jetzt die erste. Genau, dann kommen wir zur nächsten Frage unserer Twitter-Community. Findet heute vieles als externalisierte Datenkontrolle statt, was zuvor das individuelle Gewissen besorgt hat? Ja, also ja in dem Sinne, dass wir, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass vieles von dem, also nicht nur die Kontrolle, sondern dass vieles von dem, was wir selber externalisieren, sehr stark sich darauf auswirkt, wie wir uns eigentlich selber mit dem, was wir gewissermaßen innerpsychisch als Selbstkontrolle gemacht haben, über eine bestimmte Form von Fremdkontrolle läuft. Also wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann bin ich über Digitaltechnik mit mir selber vernetzt. Das ist ganz interessant, dass ich sozusagen Apparate habe, die mich in bestimmten Momenten an das erinnern, woran eigentlich mein Bewusstsein mich erinnern müsste. Aus Kapazitätsgründen, weil die Lebensformen heute so sind, wie sie sind, ich das aber nicht kann und ich gewissermaßen die Dinge externalisiert habe. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass diese Externalisierungen uns unter anderem auch dazu bringen, uns wie das Gewissen uns vorher dazu gebracht hat, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun, jetzt in einer bestimmten Form der Beobachtung uns sozusagen nicht determinieren, aber uns zumindest so etwas wie eine Selektivität einpflanzen. Ich meine, als Beispiel kann man hier natürlich immer das chinesische Punktesystem nennen, das ja interessanterweise auf einen, wie soll man sagen, auf entgegenkommende Bedingungen gesellschaftlicher Natur trifft, bei denen offenbar die bestimmte Formen von Gewissensbildung bereits so funktionieren, dass man diese Identität eigentlich von äußerer Erwartung und innerem Verhalten ganz offensichtlich gegen nicht allzu große Widerstände implementieren kann in der Gesellschaft. Das ist ein Großversuch, der genau das beschreibt, wovon hier die Rede ist. Hoffen wir, dass er uns erspart bleibt. Gibt es noch eine Frage? Ja, es gibt noch eine Frage. Was ist ein reiner Digitalmarkt, bei dem, in Anführungszeichen, die Form der Wertschöpfung die alten Theorien des 20. Jahrhunderts über den Haufen wirft? Ja. Gibt es dafür ein Beispiel? Ja, gibt's. Also ganz banale Beispiele. Uber zum Beispiel. Uber ist ein wahnsinnig wertvolles Unternehmen, das nichts besitzt. Kein einziges Automobil. Also es besitzt noch nicht mal die Fahrer, also die kann man ja nicht besitzen, aber man kann sozusagen nicht über sie verfügen. Das heißt, allein die Tatsache der Herstellung, der Verbindung von bestimmten Personenpositionen ist die Basis der Wertschöpfung. Und das, was sozusagen materiell damit passiert, findet außerhalb dieser Form von Wertschöpfung statt. Das ist so, das wäre zum Beispiel so eine Geschichte, und bei der wir ja dann tatsächlich fragen müssen, was bedeutet es eigentlich, im Besitz der Produktionsmittel zu sein? Also das ist ja die Basis eigentlich aller Kapitalismustheorie, ne? Und das kann man hier jetzt gar nicht mehr so genau sagen,
weil diese Idee kann eigentlich jeder haben und man muss es halt nur umsetzen. Man braucht ein bisschen Kapital, um das zu machen, aber an Kapital mangelt es ja nicht. Ne? Das wird einem ja quasi geradezu hinterhergeworfen. Das ist sozusagen eher das Problem als die Lösung. Das ist ein gutes Argument von Dirk Becker übrigens, der sagt, dass früher haben wir es mit Kapitalknappheit zu tun gehabt, jetzt haben wir es mit Kapital, wie soll man sagen, Überschuss ist der falsche Begriff, also zum Teil mit zu viel Kapital zu tun und das wird den Leuten hinterhergeworfen. Wie soll man das eigentlich erklären, wo da die Wertschöpfung herkommt? Und dann kommen ganz, ganz praktische Probleme zustande. Wer eigentlich in dieser Verwertungskette was zur Wertschöpfung beiträgt? Jeder Controller würde dann sagen, eigentlich passen die Dinge nicht mehr zusammen, weil man gar nicht genau weiß, wo eigentlich der Mehrwert produziert wird. So, und das ist eigentlich ein ganz banales Beispiel, bei dem man sagen kann, da müssen sich Routinen offenbar neu entsprechend anpassen. Es gibt noch viele andere Routinen, die sich dann anpassen müssen, dass zum Beispiel der Wert von Arbeit ein völlig neuer wird. Ja, also hier findet für die Wertschöpfung, die hat also Arbeit die geringste Bedeutung. Das heißt, Arbeit war der Kontinuitätsgenerator für moderne Lebensverläufe. Ist es noch möglich, das zu haben, wenn diese Form von Ökonomie zu einer Regelökonomie wird? Das wird sie sicherlich nicht werden als die einzige Form von Wertschöpfung, aber eine wesentliche. Deshalb ist es auch so schwierig, gerade die Folgen der Digitaltechnik für den Arbeitsmarkt wirklich zu beschreiben. Ich habe mir mal versucht, einen Überblick über die Literatur zu verschaffen. Und wenn man sich alleine anguckt, was an Prognosen alles denkbar ist, von es werden 120% aller Arbeitsplätze verschwinden, das sagt natürlich keiner, aber es geht so in die Richtung, bis zur Sache, dass wir unsere Arbeitsplätze wahrscheinlich verdreifachen, weil das so eine geile Ökonomie ist. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass einem offenbar die Kriterien hier fehlen. Bleiben wir ganz kurz bei der Prognostik vielleicht zum Schluss. Wir müssen nämlich aufhören. Die Snacks sind schon irgendwie in Stellung gebracht. Da die Bar wird auch offen sein. Wir fragen am Schluss immer in der Reihe, normalerweise nach einer spezifisch europäischen Perspektive, auch nach Regulierung tatsächlich. Bei selbstregulierenden Systemen ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Ich möchte aber trotzdem bei zwei europäischen Beispielen bleiben. Ganz zum Schluss und nochmal nachfragen, ob Sie das jetzt auch quasi eher als Paradox hinsichtlich des Musters oder der Muster, die Sie erkennen, beschreiben würden. Zwei rezente Phänomene, würde ich sagen, die in Deutschland und in Europa passiert sind, oder ob das einfach nur dialektisch zu verstehen ist oder warum da die Prognostik, würde ich sagen, die Voraussehbarkeit der Muster eigentlich komplett versagt hat. Das sind zwei Beispiele, Sie können sich für eins entscheiden, was Sie lieber beantworten mögen. Das eine ist das späte, aber sehr heftige Auftauchen eines extremen Rechtspopulismus in Deutschland, nachdem in ganz Europa das eigentlich längst sichtbar war, aber Deutschland wähnte sich in Sicherheit. Das andere ist, man hat immer gesagt, Digital Natives und noch die ganz Jungen sind irgendwie alle passiv, gucken nur auf ihr Handys und dann machen sie innerhalb eines Jahres die größte soziale Bewegung los, irgendwie seit 68, die es gegeben hat, mit Fridays for Future. Beides quasi Naturgewalten, die es natürlich nicht sind, aber die quasi am breiten Horizont der Prognostik komplett vorbeigegangen sind und dann sehr schnell, sehr heftig eintreten. Also ich glaube nicht, dass die digitale Gesellschaft eine ist, die besonders prognostisch besonders gut ist. Also vor allem nicht für so Großphänomene, für konkrete vielleicht schon. Also wenn ich mir jetzt eins aussuchen soll, also ich sag mal vielleicht zu beidem was, wenn ich darf. Die spannende Frage ist ja nicht, dass Abweichung nicht denkbar ist, ja, sondern die spannende Frage ist, was gucken wir uns eigentlich an? Und dann wird man feststellen, dass manche Beobachtungsformen sehr selektiv sind. Also wenn man an den Rechtspopulismus denkt, dann muss man sagen, der ist gerade nicht vom Himmel gefallen, sondern der löst offenbar ein Bezugsproblem. Sorry, ich bleibe bei meiner Methode. Das wollte ich hören, natürlich. Also der löst ein Bezugsproblem, bei dem man sagen kann, offensichtlich scheint das politische System doch sehr stark davon abhängig zu sein, relativ einfache Kausalitäten zu beschreiben. Und die kann man im Moment besonders einfach beschreiben. Also ich glaube, es gibt viele, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, die das nicht teilen. Ich würde schon sagen, eine der Formen, den Rechtspopulismus zu verstehen, ist sozusagen so viel Ordnung in die Welt zu bringen, wie man sich nur vorstellen kann. Spannend finde ich ja, dass am Rechtspopulismus, der Begriff ist ja auch schwierig. Also nehmen wir mal an möglichen Wahlerfolgen der AfD in wenigen Tagen. Ja, das sind ja konkrete Dinge, die uns ins Haus stehen, womöglich andere Probleme gelöst werden als auf den
den Wahlplakaten stehen. Empirische Sozialforschung weist uns darauf hin, dass Fremdenfeindlichkeit nicht das Hauptmotiv ist, AfD zu wählen, sondern eher so etwas wie eine Demokratiefeindlichkeit und vor allem ein Elitenbashing. Weil es bei all den Elitenthemen vorkommt, wie zum Beispiel Klimawandel, man hält das für ein Elite-Thema, weil es sozusagen ein Wissenschaftler-Thema ist, wenn man so will. Flüchtlingskrise, die Angriffe auf Kulturinstitutionen, ja, also Theater, Opern und so weiter. Cornelia Kopetsch würde das dann bitte? Sagen. Cornelia Kopetsch würde genau, das dann Cornelia sagen, Kopetsch so würde so etwas Ähnliches sagen, und es gibt viel empirische Forschung, die genau darauf hinweist. Fridays for Future ist sozusagen ja wiederum womöglich auch sehr stark über Digitaltechnik zu erklären. Das ist ja auch selbstverstärkende Form gewesen, die genau über diese Kanäle funktioniert hat, die da sind. Also das ist ja auch eine sehr selektive Form. Also vieles von dem, was Greta Thunberg zugerechnet wird, ist natürlich auch eine Zurechnungsform an eine bestimmte Selbstverstärkung, die einen medialen Verstärker brauchte, der viel mit Digitalem zu tun hat, also mit digitalen Kommunikationsformen im Netz zu tun hat. Und insofern, das kann erstaunen, das ist in der Tat auch eine historische Anomalie, dass das stattfindet. Wenn man mal genau vergleicht, ist diese Form von Protest womöglich ein ganz anderer Protest als der, den wir etwa von 68 kennen. Da würde ich sagen, das ist in der Tat unerwartbar gewesen, dass da eine junge Generation kommt, die interessanterweise gar nicht mehr gegen die Gesellschaft opponiert, sondern die Gesellschaft adressiert und sagt, hey, guckt euch mal eure Routinen an, so geht das nicht weiter, regelt das Problem. Das ist eine super spannende Abweichung, die womöglich etwas damit zu tun hat, dass die Kommunikationsformen auf viel kleineren Sätzen basieren, als man das bei den 68ern noch hatte, als die Sätze mindestens halb so lang wie Adorno-Sätze sein müssen. Auch dieser Abend hat eher ein bisschen lang gedauert, aber ich fand ihn sehr spannend. Vielen Dank, Armin Nassey, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Die Bar ist eröffnet. Wir sehen uns im November bei Shoshana Zuboff. Herzlichen Dank, Armin Nassey.